Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Wissensturm. Vor 50 Jahren wurde in der Nacht vom 31. Mai auf 1. Juni Adolf Eichmann hingerichtet, der in Linz aufgewachsen war, und die Umstände, wie man ihm habhaft wurde und der Prozess in Israel der am 11. April 1961 begann, erregte große öffentliche Aufmerksamkeit. Eichmann, der bei der sogenannten Wannsee-Konferenz am 20. Jänner 1942 ja der Protokollführer war, wo es um die Organisation des Massenmordes ging, wurde beim Prozess in Israel als Fahrdienstleiter des Todes, als Schreibtischtäter und Mordbeamter dämonisiert. Hannah Arendt, eine deutsch-amerikanische politische Theoretikerin, die von April bis Juni 1961 am Prozess teilnahm als Reporterin, gab dann ein Buch heraus, das dann ebenfalls große Aufmerksamkeit erregte, mit dem Titel Eichmann in Jerusalem und mit dem Untertitel Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Damit wurde dem Bild, das die Anklagevertretung von Eichmann zeichnete, ein anderes entgegengesetzt, das bis heute auch bei der heutigen Veranstaltung thematisiert und diskutiert wird. Mein Name ist Harald Wildfellner von der VHS und ich begrüße Sie herzlich zum Vortrag Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. Zur Person Adolf Eichmanns, zur Prozessbeobachterin Hannah Arendt und die Folgen des Eichmann-Prozesses in Israel, Deutschland und Österreich wird Professor Dr. Helmut Vierreder sprechen, den ich damit herzlich begrüße. Schönen guten Abend. Helmut Vierreder ist Historiker, ist Zeitgeschichtler mit Schwerpunkt auf den Nationalsozialismus, auf das System nationalsozialistischer Konzentrationslager, auf den Ständestaat, auf die Zwischenkriegszeit. Auch seine Arbeit, der Republikanische Schutzbund in Linz und die Kampfhandlung im Februar 1934, möchte ich auch explizit erwähnen, dass eine ganz wichtige Grundlage ist, wenn man die genauen Details der Kampfhandlungen in Linz kennenlernen möchte. Bedanken möchte ich mich auch noch bei den Unterstützern dieser Veranstaltung, beim Renner-Institut, dem ÖGB, bei den Freiheitskämpfern und besonders beim Pensionistenverband, namentlich bei Franz Kreuz und Joe Hartl, für die Unterstützung und für die Öffentlichkeitsarbeit. Ganz besonders begrüße ich auch den Landesvorsitzenden, AK-Vizepräsident außer Dienst und Konsulent Heinz Hillinger. Schönen guten Abend. Weiters begrüße ich Frau Gisela Beutelberger-Naderer als Landtagsabgeordnete. Schönen guten Abend. Den Landessekretär des Pensionistenverbandes, Gemeinderat Hans Eichinger, ebenfalls schönen guten Abend. Es freut mich auch, dass von den Freiheitskämpfern, von den oberösterreichischen Freiheitskämpfern, Petner Weidner gekommen ist. Schönen guten Abend. Ja, und ganz besonders freut es mich, dass unser unmittelbarer Chef, Kulturdirektor Dr. Julius Stieber, da ist. Schönen guten Abend. Vielleicht noch kurz ein Hinweis, wenn Sie an Veranstaltungen interessiert sind, in der Art, wie wir sie heute haben. Ich habe hier eine Liste, die ich durchgebe. Wenn Sie Informationen haben wollen, dann tragen Sie sich bitte in diese Liste ein und wir senden Ihnen dann per Post oder per E-Mail die entsprechenden Veranstaltungsinformationen zu. Ja, und jetzt ersuche ich Helmut Vierreder um seinen Vortrag. Bitte. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, funktioniert das Mikrofon? Ja, ganz nah. Ah, ganz nah, naja, gut. Ja, danke für diesen freundlichen und warmen Applaus. Ich hoffe, ich werde mich seiner würdig erweisen. Und danke Ihnen, dass Sie
die Gelegenheit dieses Angebots der Volkshochschule wahrnehmen und heute hier sind. Besonderer Dank gilt natürlich dem Veranstalter, denn ohne die Volkshochschule wäre das nicht möglich. Ja, ich möchte das befolgen, was man einem Referenten tunlichst immer rät. Ich möchte mich relativ kurz fassen. Und wenn ich so schaue, sehe ich mir gegenüber, das ist natürlich eine peinliche Aufforderung, eine große Uhr mit Digitalanzeigen, die kann man also nicht übersehen. Ich möchte mich auf 35 bis 40 Minuten in meinen Ausführungen beschränken, um Ihnen dann die Möglichkeit zu geben, dass Sie die Dinge, die Sie vielleicht viel mehr bewegen als meine Ausführungen, auch noch fragen können. Ich werde auch versuchen, Ihnen Ihre Fragen, soweit ich es kann, korrekt und in Kürze zu beantworten. Wenn ich es nicht kann, werde ich mich dafür entschuldigen. Ja, ich möchte mich in meinem Vortrag auf folgende Punkte konzentrieren, mit der Bitte um Ihr Verständnis, dass es bei einem solchen Thema eines sicherlich bedarf, a priori, nämlich eines gewissen Muts zur Lücke. Also erwarten Sie bitte hier weder vollständige Fragen und gar nicht vollständige Antworten. Worauf will ich näher eingehen? Erstens, ich möchte ganz kurze Biografien der beiden Personen, die jetzt also hier genannt wurden, geben. Manches wurde ja schon gesagt eben. Ich möchte zweitens natürlich eingehen auf den Prozess als solchen, auf die Vorgeschichte in Israel und auf die Auswirkungen im Nachhinein. Ja? Und ich möchte drittens dann vor allen Dingen auch noch kurz zu sprechen kommen auf diese Debatte, eine Diskussion kann man das nicht nennen, auf diese Debatte, die sich nach Arendts Buch entwickelt hat. Und bei der Gelegenheit, das habe ich sogar mitgebracht in einer sehr frühen Auflage, dieses Buch ist es, das hier so strittig ist oder war und das bis heute bitte auch die Diskussion mitprägt. Und da hat die gute Frau Arendt auf etwa 330 Seiten einige Positionen angezogen, die dann zu einer zum Teil unsäglichen Kontroverse geführt haben. Darauf komme ich noch zu sprechen. Schon der Titel, ein Bericht über die Banalität des Bösen, war ja eine Provokation. War auch so gedacht. Ich habe noch ein zweites Buch mit, das ich Ihnen vielleicht auch hier körperlich kurz vorstellen kann. Erst jüngst erschienen, Hannah Arendt und Joachim Fest im Gespräch. Das hat sich aber meistens schriftlich abgespielt, dieses Gespräch. All diese Bücher und die hier von Harald Wilmener so liebenswürdigerweise kopierte Kurz- oder Auswahlbibliografie, all diese Bücher können Sie in der Landesbibliothek entlehnen, die sind dort vorhanden und darüber hinaus kriegen Sie natürlich alle Literatur, die Sie haben wollen und der Mann, der das üblicherweise für Sie machen wird, ist sogar unter uns. Der sitzt bescheidenerweise ganz hinten, das ist der Herr Amtsrat Ordner. Stimme auf, Fritz, dass man die auch sieht. Ja. Ja. Ja, also, zu den Personen wurde bereits gesagt, zum einen jedenfalls, er war Linzer, und zu Hannah Arendt wurde gesagt, sie gilt, und zwar ganz zu Recht, als eine herausragende Vertreterin des sehr seltenen Fachs politische Philosophie. Nun, die beiden haben etwas gemeinsam, nämlich den Geburtsjahrgang 1906. Aber damit haben sich die Gemeinsamkeiten auch schon wieder aufgehört. Hannah Arendt ist die Tochter eines assimilierten jüdischen Hauses, Königsberger Familie, heute würde man sagen Bildungsbürgertum, nur ist der Begriff damals so nicht bekannt. Sie wird sehr früh halbwaise, der Vater stirbt, da ist sie noch ein kleines Kind. Die Mutter erzieht sie im sozialdemokratischen Geist als Jüdin. Sie macht also mit sehr gutem Erfolg, sie ist ja überbegabt eigentlich. Die übliche Mittelschulausbildung, die damals solchen Töchtern eben zukam, beginnt unmittelbar nach dem Abitur in großen deutschen Universitäten, wobei groß damals heißt, also in der Bedeutung, nicht in der Anzahl der Studierenden, mit dem Studium der Philosophie und der protestantischen Theologie.
Das ist eine für eine Jüdin überraschende Kombination. Und, weil es dazu passt, wie sie später mal sagen wird, studiert sie auch Griechisch. Sie schreibt ihre Dissertation bei Jaspers, dem sie dann auch ihr ganzes Leben lang freundschaftlich verbunden sein wird und er ihr vor allen Dingen auch. Und beginnt unmittelbar nach der Promotion für jüdische Vereine zu arbeiten, für zionistische Vereine, ohne sich denen anzuschließen. 1933 im Sommer emigriert sie aus Deutschland nach einer einwöchigen, eher harmlosen Bekanntschaft mit der Gestapo. Geht nach Paris über diverse Umwege. Ihr Mann, sie ist damals schon einige Zeit verheiratet, kommt nach. Die beiden leben sich auseinander. Sie lernt ihren weiteren Lebenspartner kennen, der sie ihr Leben begleiten wird. Und in Paris tut sie, was sie auch in Berlin schon getan hat. Sie engagiert sich weiter für zionistische Vereine. Bei Kriegsausbruch gelingt ihr mit ihrem neuen Lebenspartner plus der Mutter, die sie aus Königsberg nachholen konnte, die Emigration. Letztendlich landet die Familie in New York. Sie integriert sich auch dort wieder in jüdische Vereine. Sie publiziert für jüdische Zeitungen, auch in Deutsch übrigens. Und beginnt unmittelbar nach dem Kriegsende, also das ist, geht so ein bisschen über, mit einer großen Studie Entschuldigung, über den Totalitarismus. Eine Studie, die bis heute die Totalitarismusforschung entscheidend mitprägt. Und mit diesem Buch, das 1949 erscheint, wird sie schlagartig weit über die bisher ihr bekannten und zugetanen Kreise hinaus bekannt. In den 1950er Jahren publiziert sie weiterhin große Arbeiten philosophisch-politischer Art. Sie ist eine, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre eine bereits arrivierte Persönlichkeit der amerikanischen wissenschaftlichen Landschaft. Als Eichmann da nach Jerusalem entführt wird, da bietet sie sich an, aus eigenem, einem Ostküstenblatt einer eher satirischen Wochenzeitschrift namens der New Yorker als Korrespondentin für diese, dieses Periodikum nach Jerusalem zu gehen. Man hat das natürlich mit Freuden angenommen und Frau Arendt geht also nach Jerusalem, das wurde ja schon eben erwähnt, als Berichterstatterin. Sie nimmt allerdings nur sehr wenig teil an den Prozessgeschehen selbst. Ja? Aber sie nutzt natürlich ihre exzellenten Beziehungen in Israel selbst, aber auch in Europa für eine Fülle weiterer Kontakte. Und sehr bald kommt sie zur Überzeugung, dass diese ihre Korrespondentenberichte eigentlich einer größeren Publikation wert wären. Das verzögert sich dann ein bisschen aus mancherlei Umständen. Das Buch erscheint dann 1963 und es ist sofort in den Vereinigten Staaten ein Skandal. Diese Kontroverse wird Arendt jahrelang beschäftigen. Dazu kommen dann private Probleme, nämlich die schwere Krankheit und dann der Tod, der sehr frühe Tod ihres Mannes. Sie braucht viele Jahre, um sich von dieser Debatte und den dort gegen sie vorgebrachten, zum Teil also wirklich untergriffigen Vorwürfen, um über diese Sache hinwegzukommen. Sie stirbt Mitte der 70er Jahre sehr dramatisch im Freundeskreis, als kaum 70-Jährige. So viel also zu Hannah Arendt. Eichmann, Familie stammt aus Westdeutschland, wächst hier in Linz auf, weil sein Vater hier eine hohe Position bei der damaligen Straßenbahngesellschaft innehatte, versucht eine adäquate Ausbildung, das scheitert, mangels an Interesse, vielleicht auch mangels an anderen Umständen und in den 20er Jahren versucht er sich, nicht ganz erfolglos, wie man sagen kann, als Gebietsvertreter für eine Tochter des Shell-Konzerns in Oberösterreich und Salzburg. Hat doch immer wieder sein Vater offensichtlich ein bisschen steuernd eingegriffen. Sein Weg in den Rechtsradikalismus, das beschreibt er später selbst so,
hat vor allen Dingen den Ausgangspunkt dieses, wie man damals allgemein glaubt, in deutschen Landen und natürlich auch in Österreich, dieser Pariser Furte-Verträge, also vor allen Dingen des Versailler Vertrags. Wenig dürfte ein Rassismus, ein Antisemitismus Rolle gespielt haben. Die Familie dürfte also moderat antijudaistisch, aber sicherlich nicht rassistisch antisemitisch gewesen sein. Zur SS kommt er, weil Kaltenbrunner, ein nicht ganz unbekannter weiterer Linzer, ihn einlädt, wenn man so sagen will, der Schutzstaffel beizutreten. Das ist um 1930. 1933 emigriert Eichmann, er geht nach Bayern und nimmt dort bei der SA, aber als SS-Mann bitte, die SS ist ja damals auch Teil der SA, an einer militärischen Ausbildung teil. 1934 gelangt er dann, wie er später sagen wird, irrtümlich, übrigens meiner Meinung nach recht glaubhaft, kommt er zum Schutz, Sicherheitsdienst des Reichs für das SS. Das war eine Art Geheimpolizei innerhalb der NSDAP. Ihr Chef ist ja wahrscheinlich allgemein bekannt, das war Reinhard Heydrich. Im Sicherheitsdienst, in der Berliner Zentrale des Sicherheitsdienstes, nimmt er einen Weg, der ihn letztendlich führen wird zum mehr oder weniger allseits anerkannten Fachmann für jüdische Fragen, insbesondere für jüdische Emigration aus Deutschland. Und das ist dann der Weg, der ihn geradewegs führen wird hin zum Referenten für diese Transportangelegenheiten. Die Wannsee-Konferenz wurde angesprochen. Das Ganze kulminiert dann letztendlich 1944 mit den Transporten aus Ungarn nach Auschwitz. Darauf will ich später noch bei einer späteren Gelegenheit noch kurz eingehen. 45 gerät er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, kann aber fliehen, wird also nicht erkannt, dass der er ist, versteckt sich, taucht unter in Norddeutschland, in Niedersachsen, in der Nähe von Celle. Um 1950 nimmt er den Weg, den viele vor ihm schon gegangen sind, nach Argentinien, findet dort vor ein ganz gut funktionierendes Netzwerk alter oder auch junger Nazis und in den Kreisen kann er auch beruflich sein Auskommen finden und vor allen Dingen in der Mitte der 50er Jahre ist es ein kleiner Zirkel von einem halben Dutzend etwa, durchaus nicht unprominenter sogar, ehemaliger oder Paläonazis eben, die im Lichte der aufkommenden Forschungslandschaft zur Shoah die Frage jetzt mit einem wahren Fachmann besprechen wollen, nämlich mit Eichmann. Diesen Kreis kennt man heute als den sogenannten Sassenkreis, benannt nach einem niederländischen Journalisten, der im Rahmen der Waffen-SS gekämpft hat, auch schwer verwundet wurde und der eben diese Gespräche aufzeichnet, auch transkribieren lässt. Teile dieser Gespräche werden dann im Zuge auch der Jahre 60 und folgende sogar bekannt. Diese Gesprächsrunde löst sich nach einem Jahr wieder auf, weil der Sinn und Zweck dieser Runde offensichtlich nicht zu erreichen war. Dazu finden Sie übrigens eine erst jüngst, also vor einem Jahr erschienene, ausgezeichnete Publikation, die Sie auch über das Büro von Kollegen Orten erreichen können. Eine gewisse Bettina Stangnet hat diese sogenannten Sassenprotokolle ausgezeichnet und wirklich tiefschürfend beforscht und eben vor einem Jahr dann ihre Arbeiten publiziert. Nun ja, Eichmann lebt also da dann Ende der 50er Jahre im Weichbild von Buenos Aires. Sein Aufenthaltsort ist inzwischen bekannt. Die Geschichte kennen Sie alle. Der Mossad nimmt ihn fest, ja, nimmt ihn also in Gewahrsam, schmuggelt ihn außer Landes. Das ist ein klarer Bruch des geltenden Völkerrechts natürlich. Wird auch von der ganzen Welt so verstanden. Die Israelis haben auch ganz genau gewusst, was sie da tun. Und führt natürlich zu einer tiefen Verstimmung zwischen Israel und
Argentinien, die auch dann von der UNO ausgetragen wird. Letztendlich bekommt Eichmann seinen Prozess und das Ergebnis ist auch schon angesprochen. Und nun jetzt zum Prozess selbst und zu seinen zur unmittelbaren Vorgeschichte. Erstens, dieser Prozess fand statt in Jerusalem, weil die damalige Staatsführung des Staates Israel unter dem Ministerpräsidenten, also David Ben-Gurion, der Meinung war, und das sagt Ben-Gurion in wiederholten Anlässen, wir wollen der gesamten Menschheit, also nicht nur der eigenen Bevölkerung, aber der auch vor allen Dingen, aber eben der gesamten Menschheit, ein Lehrstück geben, eine Lehrstunde erteilen in Sachen Shoah. Die Welt soll wissen, was da geschah. Und das wollen wir an diesem Prozess zur Geltung, zur Kenntnisnahme bringen. Ben-Gurion wird nicht müde zu sagen, der Person Eichmann liegt mir nichts. Das ist also der unmittelbare Anlass. Es gibt aber in Israel selbst eine viel weiter zurückreichende Vorgeschichte. Und auf die will ich jetzt kurz eingehen. Ich habe eben erwähnt, Eichmann hat den Höhepunkt seiner Tätigkeit als, wie man später sagen wird, Fahrdienstleiter oder Organisator oder Schreibtischtäter erreicht im Frühjahr und Frühsommer, das geht bis in den Herbst dann hinein, 1944. Was war geschehen? Im Jahresende 43, Anfang 44, zeichnet sich für die deutsche Reichsführung ab, dass auch Ungarn aus dem Bündnis mit Deutschland aussteigen kann. Im März 44 besetzt die deutsche Wehrmacht Budapest, Ungarn, und im Gefolge der deutschen Truppen kommt Eichmann, es kommen andere auch, das geht auch durchaus wie immer im Großdeutschen Reich nationalsozialistischer Prävention, in Konkurrenz von verschiedenen Einrichtungen gegeneinander und untereinander. Aber im einen sind sie sich einig, Budapest und Ungarn ist damals das letzte große Refugium für Juden in Europa, in zumindest Zentraleuropa, aber darüber hinaus. In Ungarn leben damals allerdings in anderen Grenzen wie heute etwa 800.000 Juden, gut die Hälfte davon autochtone ungarische Juden, die Hälfte ist halt irgendwie dorthin gelangt und hat sich damit auf gewisse Frist dem Zugriff der Nationalsozialisten entziehen können. Eichmann tut etwas mit seinem Stab, der zahlmäßig sehr klein ist, das für diese Tätigkeit und diesen Täterkreis hochsymptomatisch ist und das auch Arendt anspricht in ihren Arbeiten, immer wieder, nicht nur einmal. Er bedient sich der ungarischen Einrichtungen. Und man darf sagen, ohne zu übertreiben, die ungarische Gendarmerie hat beim Zusammentreiben der Juden in Ungarn nicht nur blendend, sondern auch freudig mitgearbeitet. Und was für Ungarn gilt, galt also durchaus auch für andere Staaten in Europa. Nun ja, die Konsequenzen sind schnell erzählt. Von Anfang Mai bis ungefähr Ende Juni 1944 fahren ca. 430.000 Menschen nach Auschwitz und davon werden 90% unmittelbar nach der Ankunft ermordet. Das mögen Sie sich bitte vorstellen, das ist zweimal die Stadt Linz. Ja, in nur 9 Wochen. Das mag man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Ja. Das Prozedere war immer gleich, man hat die Leute zusammengetrieben, letztendlich vor allen Dingen im Großraum Budapest und von dort dann nach Auschwitz deportiert. Und dort warten dann bei den Krematoren die jüdischen Sonderkommanden. Bleiben aber immerhin 350.000 weitere. Und im Sommer 1944 ermannen sich, vor allen Dingen die Neutralen, auf den ungarischen Staatschef, den Reichsverweser Horthy, Druck auszuüben, er möge diese Deportationen einstellen. Und Horthy und seine Regierung beugen sich letztendlich diesem Druck. Ja? Und dazu kommt, dass auch bei der Führung der SS sich allmählich die Überzeugung breit macht, naja, den Krieg werden wir wahrscheinlich nicht mehr gewinnen. Und jetzt beginnt er bei der SS-Führung, bitte, also bei Himmler selbst, eine gewisse Rückversicherung. Und er, Himmler,
verfügt einen Transportstopp. Und da geschieht was ganz Merkwürdiges. Eichmann unterläuft diese Weisung seines höchsten Dienstgebers. Eichmann weiß genau, dass das nicht der Wille des Führers ist. Und er sieht den Wille des Führers als ein unabdingbares Gebot. Und da erstellt er sich, nicht offen, aber natürlich unter der Hand, um es so zu sagen, gegen seinen Reichsführer. Was er organisieren kann, auch mit gewissen Widerständen, sind Todesmärsche, meist von Budapest in das österreichisch-ungarische Grenzgebiet, aber auch unmittelbar nach Wien zum Beispiel. Übrigens, die letzten Juden des Seiers als Fußnote hier angesagt, die hier im Bereich Mauthausen befreit wurden, waren zum überwiegenden Großteil solche Überlebende solcher Todesmärsche. Das waren alleine hier im Weichbild der Stadt Linz mindestens 20.000 Leute. Ja, naja, und das weitere der Verfahren ist dann klar. Ja. Diese jüdischen Organisationen versuchen mit Eichmann, insbesondere im Sommer dann, also wo der Druck der internationalen Gemeinde, also vor allem in den neutralen Staaten auf Horthy recht präsent ist, mit Eichmann und anderen ins Gespräch zu gelangen. Ja? Es kommt zu regelrechten Verhandlungen gewisser Funktionäre, zionistischer Funktionäre, mit Eichmann und anderen. Und diese Verhandlungen haben auch einen gewissen Erfolg. Einer der herausragenden Männer dieser Gespräche ist ein gewisser Rudolf Kastner. Der Mann überlebt auch, geht nach Israel nach dem Krieg, also nach Palästina, dann ist in Israel. Und der Mann hat ein nahe Verhältnis zur Führung der Sozialdemokratie in Israel, zur Arbeitspartei. Und er versucht, nicht weil er das selbst wollte, sondern weil es ihm nahegelegt hat, bei einer Knesset-Wahl Anfang der 50er Jahre zu kandidieren. Er will also ein Mandat in der Knesset anstreben. Und als das bekannt wird in der israelischen Gesellschaft, da meldet sich ein vergleichsweise alter Herr zu Wort, ein Publizist und Verleger, der dem äußerst rechten Rand des Likud angehört und schreibt einen Brandartikel über diesen Rudolf Kastner und bezeichnet ihn als einen, also eigentlich einen potenziellen Mörder. Ja? Kastner wollte anscheinend auf diese Vorwürfe nicht näher eingehen, aber die Parteiführung dürfte ihn mit Zankendruck dazu bewogen haben, dass er eine Klage einbringt. Er klagt gegen diesen Mann in Jerusalem vom Bezirksgericht. Und dieser Beklagte lässt sich jetzt verteidigen von einem Anwalt aus seinem Milieu natürlich, der dann im Prozess, der an sich also einmal sich für Kastner sehr gut anlässt, das Verfahren völlig umdreht und der Prozess endet zwar mit einem Schuldspruch des Beschuldigten, aber dieser Schuldspruch ist eigentlich eine Freisprechung. Und der Richter beschreibt Kastner in dem Urteil als einen Mann, der sich dem Teufel als eigentlich als Handlanger angedient hat. Das ist eigentlich eine Philippika. Ja, das ist im Grunde genommen ein moralisches Todesurteil gewesen für den Kastner. Der lässt das natürlich nicht auf sich ruhen, geht in die Berufung. Aber das Urteil, in dem er völlig rehabilitiert, erlebt er nicht. Er wird von einem Israeli, natürlich einem Rechtsradikalen, ermordet. Übrigens meines Wissens der erste politisch motivierte Mord in Israel eines Juden an einem Juden. Also Kastner erlebt den Ausgang des Berufungsverfahrens gar nicht mehr. Das ist Mitte der 50er Jahre. Man muss damit auch Folgendes noch sehen. Nämlich die psychologische Landschaft des Staates Israel zu dem Zeitpunkt. In Israel leben damals ungefähr 2 Millionen Menschen jüdischen Bekenntnisses, also jüdischen Glaubens. Es gibt daneben natürlich noch viele andere auch. Und von diesen ist circa ein gutes Viertel unmittelbar von der Shoah betroffen.
nämlich weil sie entweder selbst im Lager waren oder weil sie jedenfalls aus Europa nach Palästina gelangten, so quasi unter dem Obstdeckel schon oder dem Damoklesschwert, jetzt werden sie uns nehmen. Ja? Und diese Leute haben etwas getan, was durchaus ihnen vielleicht also ein bisschen unverständlich erscheinen mag, was man aber bei näherem Hinsehen durchaus gut begreifen kann. Und ich darf Ihnen sagen, bei der Gelegenheit, ich habe ja mit Dutzenden Überlebenden der Konzentrationslager wirklich viele und lange Gespräche gehabt, als vergleichsweise damals junger Mann. Und die waren damals, als wir diese Gespräche hatten, in meinem heutigen Alter, also Mitte 60. Das heißt, das ist das Alter, in dem man normal in den Ruhestand geht. Und bis zu dem Zeitpunkt haben die Leute alle, mit einigen wenigen Ausnahmen, versucht, an diese ihre eigene Biografie gar nicht zu rühren. Die wollten eine ganz normale bürgerliche Existenz. Arbeiten, Familie, Kinder, ja, und ja, nicht drüber reden. Und schon gar nicht mit der eigenen Familie. Und genauso haben sich in Israel die Leute offensichtlich auch verhalten. Ja, und dann gab es eben die anderen ungefähr drei Viertel der jüdischen Bevölkerung in Israel, die zum Teil sogar ging, nicht nur davon vielleicht gar nichts wissen wollte, sondern zum Teil sogar den Leuten Vorhaltungen gemacht haben. Seid ihr gegangen wie die Schafe zur Schlachtbank. Das war übrigens ein Zitat, das war ein Schlachtruf des Aufstands in Wilna. Wir gehen nicht wie die Schafe zur Schlachtbank. Das hat man in Israel aufgegriffen und hat es allen anderen vorgehalten. Ja? Die Shoah spielt damals zum Beispiel in Israel im Unterricht kaum eine Rolle. Ja? Und jetzt gibt es auch noch ein außenpolitisches Argument. 56 in dieser leidigen Suezkrise liefert ja Israel im Grunde genommen den Westmächten den Vorwand, Ägypten anzugreifen. Das war also mit den Westmächten, also mit Frankreich und England abgesprochen. Ja? Das Ergebnis ist klar, Nasser hat den Krieg politisch gewonnen, militärisch hat er verloren, aber politisch hat er gewonnen. Ja? Und die Reputation Israels, vor allen Dingen in Westeuropa und in Nordamerika, hat also da einen schweren Schaden genommen durch dieses US-Abenteuer. Und das ist die Landschaft, in der Ben-Gurion agiert. Ja? Und daher auch dieser Wunsch, ja, jetzt müssen wir auch der israelischen Bevölkerung quasi eine Lehrstunde erteilen. Und diese Lehrstunde ist eben dann der Prozess. Nun jetzt vielleicht ein paar Bemerkungen zum Prozess als solchen. Dieser Prozess war von Anfang an in vielen Kreisen, nicht nur in den üblichen Verdächtigen, stark umstritten, aus den Gründen, deren wegen man schon zum Beispiel den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess immer wieder kritisiert hat, die Folgeprozesse selbstverständlich, wobei bei Israel ja noch dazukommt, das ist ja ein Staat, den gibt es ja 1945 und vorher gar nicht. Es gibt gegen diese Einwände, und die lassen sich also endlos fortsetzen, eine ganze Reihe sehr begründeter Argumente. Die wichtigsten erscheinen mir, es gibt das Prinzip, dass man einen Täter auch dort bestraft, wo er seine Untaten getan hat. Deswegen haben ja die Alliierten auch zum Beispiel jenen Tätern, die in Polen gemordet haben, den Polen übergeben, wenn sie es überhaupt hatten. Ja? Und so weiter. Nun, den Staat Israel gibt es nicht 1945, aber die Folgen dieser Untaten sind natürlich nirgendwo besser feststellbar als eben im Staat Israel. Ja? Daher hat das Gericht sich durchaus, auch wie ich meine, zu Recht als zuständig erklärt. Dann, dieser Prozess hat die Eigenheit, dass es zwar ein Bezirksgericht ist, aber ein Richtersenat diesen Prozess vorsitzt, wobei einer der drei Richter jener Richter war, der den Kastner-Prozess in der ersten Instanz geführt hat. Es war nämlich sogar der Zuständige, nur durfte den Prozess nicht leiten, eben wegen des Kastner-Prozesses. Ja. Alle drei Richter aber waren deutscher Herkunft, haben auch zum Teil jedenfalls ihre juristische Ausbildung in Deutschland genossen. Einer war sogar Richter vor 1933. Ja, das heißt, der Prozess hat sich über weite Strecken auch dann in Deutsch abgespielt. Die Richter konnten mit dem Herrn Eichmann in Deutsch reden, wiewohl sie ihn streckenweise nicht verstanden haben, weil ein höchst gequältes, wie er selbst sagt, Amtsdeutsch spricht. Und wenn man sich das Protokoll einmal durchliest, das ist wirklich zum Teil schwer nachvollziehbar. Nun ja,
Das Verfahren wird geführt von der Staatsanwaltschaft als eine Lehrstunde, ganz im Sinne Pekurions, wobei man aber sagen muss, der Generalstaatsanwalt, übrigens ein galizischer Jude, der auch noch seine Jugend in Galizien verlebt hat, der Generalstaatsanwalt tut das, nämlich eine Lehrstunde zu geben, aus eigenem Antrieb. Er hat das also genauso gewollt, die waren sich also einig, Ben-Gurion und Hausner heißt der Mann, bedurfte es keiner Weisung der Regierung. Und Hausner verfährt auch genauso. Er beginnt mit einer Art Präambel, die also die Stimme der Toten beschwört und fährt fort mit mehr als 100 Zeugen. Die Anklage ruft also mehr als 100 Zeugen auf, die allermeisten, bitte, haben den Eichmann überhaupt nie gesehen und war noch nie an den Taten, an den Orten der Taten des Herrn Eichmann. Ja? Die Verteidigung ihrerseits ruft ca. 30 Zeugen auf, die aber allesamt und besonders natürlich nicht erscheinen in Israel aus guten Gründen, denn der Staat Israel weigert sich, ihnen freies Geleit zu sichern. Erstaunlich auch die Haltung der Bundesrepublik Deutschland, von der man hätte erwarten können, dass sie den Anwalt, die Verteidigung, also des Herrn Eichmann bezahlt. Das ist nicht der Fall, denn der Verteidiger zahlt der Staat Israel. Das ist aber ein Deutscher, der bereits Erfahrung hatte in der Verteidigung von solchen Beschuldigten, weil er schon in Nürnberg verteidigt hat. Sein bester Assistent heißt übrigens Adolf Eichmann. Die Staatsanwaltschaft, auch die Verteidigung, rufen natürlich jede Menge Quellen auf. Insgesamt, soweit ich das richtig im Kopf habe, mehr als 1600 Dokumente. Und Eichmann arbeitet alle durch. Er arbeitet auch die bekannte und vorliegende Forschungsliteratur durch und schreibt daneben noch einige tausend Seiten in der Haft, handschriftlich. Die israelische Staatspolizei kann sich nicht genug wundern über ihn. Es war ihnen aber natürlich nicht bekannt, dass Eichmann aus diesen Sassengesprächen die meisten dieser, jedenfalls Publikationen, die Vorlagen schon gekannt hat. Das heißt, er hat ja nur mal das durchgeblättert, was er schon 5 Jahre oder einige Jahre vorher gelesen hat. Hat er sich natürlich leichter getan. Aber er war von immensem Fleiß und das nicht nur, weil er natürlich gewusst hat, dass es um seinen Kopf geht, sondern vor allen Dingen auch, und das sagt niemand trefflicher dann in der Folge als Hannah Arendt, weil er einfach ein serviler Funktionär war, das kann man nicht anders nennen. Ja? Und man hat später, also unmittelbar nach dem Prozess, meiner Erinnerung nach, gesagt, der Mann war ja bitte nichts anderes als ein Beichtender und der Beichtvater war der ihn einvernehmende Hauptmann der israelischen Staatspolizei, auch ein Deutscher. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe das Eichmann-Protokoll gelesen, es liegt ja auch seit vielen Jahren in Linz hier auf. Das ist wirklich so. Man kann also schon davon ausgehen, dass Eichmann diese Gespräche mit diesem Hauptmann Levi oder geheißen, wirklich wie eine Art Beichtgespräch mitverstanden hat. Natürlich hat er auch seine Rolle in besonderer Weise dargestellt, das selbstverständlich. Ja. Er hat sich immer darauf berufen, dass er nur auf Weisung gehandelt hat, dass er nie jemand selbst getötet hat, wurde nicht müde zu sagen, er hatte sogar jüdische Freunde, sogar eine entfernte jüdische Verwandte anscheinend. Ja, er war nie ein Rassist und ein Antisemit war er auch nicht. Nun, Letzteres muss man ihm nicht glauben. Man darf schon davon ausgehen, dass er jedenfalls, wenn das vorher nicht war, durch seine Tätigkeit beim Sicherheitsdienst und im Reichssicherheitshauptamt zu einem gestandenen und glühenden Antisemiten wurde. Ja, und sein Satz, den er da unmittelbar vor Kriegsende gesagt haben soll, und wenn er jetzt also drankommt selbst, dann fährt er mit Freuden in die Grube, denn er weiß, dass er 5 Millionen Reichsfeinde, also Juden, jedenfalls zum Tod gebracht hat, wenn er sie auch nicht selbst dann umgebracht hat. Das wird schon auch mehr gewesen sein, als nur in der Eifer der Situation, als bestimmt, also da in der besonderen Lage, in der war Ende des Kriegs, gesagt, aber es dürfte auch also durchaus seiner Zeit, seiner Überzeugung entsprochen haben. Aber die anderen Punkte, also er war Befehlsempfänger, stimmt, es ist hinlänglich bekannt, dass er sich in alles, in allem und jedem Weisungen seiner unmittelbaren Vorgesetzten, meist also des sogenannten Gestapo-Müller, also des Chefs der Gestapo, geholt hat. Es ist hinlänglich bekannt, dass er nie persönlich einen Menschen angerührt hat, abgesehen, dass er einmal einem
Funktionär der Wiener Kultusgemeinde eine Ohrfeige gab. Es ist hinlänglich bekannt, dass er nicht gemordet hat. Er war sogar in einem Punkt eines persönlichen Tötungsdelikts angeklagt. In dem Punkt wurde er sogar freigesprochen. Das konnte man ihm nicht nachweisen. Hat er wahrscheinlich auch nicht getan. Er war wahrscheinlich wirklich das, wofür Hannah Arendt ihn gehalten hat, auch wenn es viele Argumente dagegen geben mag. Er war ein Funktionär vom besten bürokratischen Impetus. Ja? Und wie die Arendt in anderen Publikationen nicht müde wurde zu sagen, Funktionär kommt eben, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, aber das ist die Botschaft, kommt vom Funktionieren. Und sein Apparat ist normalerweise ziemlich seelenlos und er funktioniert um seiner selbst willen. Ja, das kann es durchaus gewesen sein. Und das Erschreckende an dieser Person ist eben genau das. Und deswegen kann man auch mit Recht behaupten, es gab wahrscheinlich sehr viele Eichmänner. Nun, das Urteil, dass die Richter sprechen sie nicht im Sinne von Hannah Arendt. Sie hätte eine andere Begründung gefunden, die sie auch in ihrer Publikation ganz am Ende ihrer Ausführungen anbringt, die ich übrigens so nicht teile. Das Verfahren geht in die Berufungsinstanz bestätigt das Urteil und dann, wie Harald Wildwener schon gesagt hat, eben die Exekution und die Asche wird übrigens von Hauptmann Lebe vom Hubschrauber aus über den Mittelwehr verstreut. Was mir jetzt noch zu sagen bleibt, ist eine Bemerkung noch zu Arendts Epilog. Man hat ihr vorgehalten, vor allen Dingen in Deutschland, und an der Spitze ihrer Kritiker stand niemand geringer als Golomann, der ja manchem hier im Saal gut bekannt sein wird, ja, der ganz zu Recht, nicht wegen des großen Namens seines Vaters, als ein begnadeter Historiker und vor allen Dingen historischer Biograf der deutschen Sprache gilt. Golomann hat gegen Arendt schon 1963 eine Philippika geschrieben, wie man sie schärfer und auch böser nicht schreiben kann. Manche seiner Argumente mag man teilen, aber in der Sache, glaube ich, hat er an ihr vorbei argumentiert. Und sie geht im Epilog ihres Buchs, das erscheint ja später dann, in Deutsch jedenfalls, recht genau darauf ein. Sie erklärt nochmals, also warum sie das Gericht für zuständig hält. Sie erklärt das ganze Verfahren und vor allen Dingen erklärt sie ganz am Ende, warum sie auch die Todesstrafe für gerechtfertigt hat. Und das ist der Kritikpunkt, den ich an ihr habe. Ja? Ich glaube, dass mit diesem Todesurteil nicht wirklich was erreicht war. Denn erstens, wie will man denn bitte solche Verbrechen mit irgendwelchen menschlich möglichen Strafmaß eigentlich beurteilen? Ja? Aber was mir viel wichtiger ist, und das wundert mich an der Arendt also persönlich sehr, ich halte diese Frau nicht nur für eine überaus kluge Frau, für eine hochbegabte, eine Frau von einer brillant sondergleichen, die sich aber dessen bewusst war und also auch eitel damit kokettiert, das darf man auch sagen. Ich halte sie für eine der ganz großen Frauengestalten des 20. Jahrhunderts und für die vielleicht überzeugendste politische Philosophin, die wir bis heute hatten. Aber ich teile ihre Einstellung in Bezug auf die Todesstrafe in keiner Weise. Ich halte diese Strafe, ich will hier kein Argument anbringen, bitte, wie man es üblicherweise bringt, beginnen beim Justizsystem und ich weiß nicht wo. Und ich halte die Todesstrafe einfach für ein Unding. Sie ist unmoralisch, sie ist barbarisch, sie ist ein Prinzip der Rache und darüber sollte man lange hinaus sein. Das ist mein Kritikpunkt an ihr. So, und jetzt habe ich Ihre Zeit, wenn ich da so richtig sehe, wie lange in Anspruch genommen? Naja, bin ich brav, oder? Ja, bis hierhin danke für Ihre Aufmerksamkeit und nun darf ich Sie bitten um Ihre Fragen. Ich habe vergessen, Sie einzuladen, dass Sie mir unterbrechen können, aber jetzt ist es jetzt spät. Ja, danke Helmut Vierreder. Er hat ja selbst schon eingeladen, wir haben da schon eine Wortmeldung. Joe, bitte. Ziemlich zu Beginn war die Meldung bei der Veröffentlichung des Buches der Frau Arendt in den USA, gab es einen Mordskandal. Frage, warum? Ja, einfach deswegen,
weil, also man muss einmal dazu sagen, wer den Skandal beginnt. Es ist eine Gruppe von aus Deutschland emigrierten Juden, die in Amerika einen eigenen Verein gegründet haben, der natürlich auch in Europa tätig ist, vor allen Dingen selbstverständlich in Deutschland. Hannah Arendt hat in ihrem Buch auf, meine ich jetzt ihr, 8 Seiten besprochen, beziehungsweise eigentlich kritisiert, und zwar scharf, die Tätigkeit der jüdischen Organisationen im Geiste ihrer nationalsozialistischen Übeltäter, ihrer Mörder eigentlich. Nun schauen Sie, es ist ja bekannt, dass es, nehmen wir mal ein Ghetto wie meinetwegen Wilna, in diesem Ghetto eine Ghetto-Polizei gibt, die Juden stellen. Ja? Es ist bekannt, dass die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, eine Zwangsorganisation, die Transporte nach Auschwitz zahlt. Natürlich nicht freiwillig. Ja? Es ist bekannt, dass die zum Beispiel die Ghetto-Verwaltung in Theresienstadt die Transportlisten selbst schreibt. Ja? Und das wirft sie diesen Leuten vor. Und zwar, indem sie sagt, hätten sie es nicht getan, man hätte sie umgebracht. Aber wäre es nicht geschehen, wäre das ganze Getriebe viel schlimmer, viel schwerer gelaufen. Ja? Sie sagt, und dem kann man eigentlich nichts entgegenhalten. Ja? Es ist bekannt, schon damals, die Nationalsozialisten haben sich überall in Europa und auch natürlich in ihrem Vorgehen gegen die Juden gestützt auf die örtlichen Behörden. Ich habe ja auch ein Beispiel, nämlich die ungarische Gendarmerie eben erwähnt. Ja? Wäre das unterblieben, wäre das alles so nicht geschehen, weil es schlicht nicht gegangen wäre. Und sie sagt, es gibt ja ein Beispiel dafür, nämlich in Dänemark. Ja? In Dänemark, und da muss man aber dazu sagen, wer damals dort der Repräsentant der deutschen Politik war, das muss man nämlich auch noch wissen. Ja? In Dänemark funktioniert das Ergreifen der Juden nicht, weil der Rabbiner, also der Großrabbiner von Kopenhagen, über die Medien, also über Printmedien, aber natürlich vor allen Dingen über also Gespräche, den Leuten sagt, was ihm bekannt wurde, nämlich, jetzt geht man gegen uns Juden in Dänemark vor. Und das Ergebnis war, dass die Dänen gemeinsam mit den Schweden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, circa waren meine die 8000 Juden aus Dänemark und auf Ruderbooten nach Schweden rübergefahren haben. Ja? Man hat in Dänemark nur ergreifen können, einige glaube ich 300, ja? Weil die Leute entweder es nicht erfahren haben oder b. ihre Wohnungen nicht verlassen konnten oder vielleicht also irgendwie sonst ergriffen wurden. Aber es war eine verschwindende Minderheit gemessen an der Gesamtheit von mehr als 8000. Ja? Und die meisten wegen des politischen Drucks, ja, von anderer Seite, kamen nach Theresienstadt, viele haben sogar überlebt. Und das Beispiel führt sie auch explizit an. Und das wirft sie diesen Organen vor, die bitte keineswegs freiwillig gearbeitet haben. Ja? Die immer in absoluter Lebensgefahr waren. Und da gibt es ja noch etwas, das spricht sie auch an. Ja? Der Großrabbiner von Berlin, ein gewisser Leo Beck, ein Mann, der in Berlin blieb, obwohl man ihm die Ausreise möglich gemacht hätte, der nach Theresienstadt kam und ein relativ alter Mann, das gerade überlebt hat dort, ja, hat in Theresienstadt genau gewusst, wohin die Reise geht, dieser Transporte. Er hat geschwiegen. Und auf die Frage, ja warum, hat er gesagt, hätte ich es den Leuten gesagt, hätte es eine Panik gegeben, dann hätte aber die SS wahrscheinlich das ganze Ghetto umgebracht. Ja? Das ist immer das Argument des kleineren Übels. Zufrieden? Wobei ja. Die Anti-Defamation League hat ja darauf verwiesen, dass man Täter- und Opferumkehrung nicht betreibt. Ja. In dem das war dann das Argument. Ja, sie habe ja da eine Umkehrung. Sie hätte Eichmann freigesprochen und eigentlich die Juden verurteilt. Ein völliger Nonsens. Was die Frau gesagt hat, ist schlicht und einfach eine historische Tatsache. Ja? Dass sie es bitte gesagt hat, in einer Schärfe, in einer intellektuellen Eitelkeit, mit einer Ironie, die viele nicht verstanden haben, weil sie es gar nicht verstehen konnten, das ist eine andere Sache. Man mag ihr den Stil vorwerfen, zu Recht vielleicht, sicher sogar, aber nicht die Tatsache als solche.
Nur eine zweite Frage zum Schluss. Thema Todesstrafe. Ja. Ihre Kritik ja. an der Todesstrafe in Israel. Also ist sich das irgendwie zweischneidig? Ganz offen gesagt, als Christen sind wir natürlich gegen die Todesstrafe, obwohl es ja die Todesstrafe in den USA auch gibt. Die sind ja radikal christlich. In Israel, das sind ja Juden, und da gilt das Alte Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, da gibt es Überlegungen. Also, Probleme. Soll ich jetzt ad hoc darauf antworten? Ja, also in Israel gilt bitte doch also das Gesetz des Staates Israel und nicht die Tora. Ja, in der Interpretation bis, also ich weiß nicht, also über den babylonischen Talmud hinaus. Und das ist nur immer Unterschied, wenngleich also manche dort also tapfer daran arbeiten, dass es ein Gottesstaat wird. Das wissen wir alle. Aber tatsächlich ist der Staat Israel ein laizistisch verfasster Staat mit einer doch also jedenfalls gelegentlich einer Trennung von Religion und Staat. Und das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, bitte, ist also nicht alttestamentarisch, das ist viel älter, das können Sie im Codex Hammurabi nachlesen, und war eigentlich eine Zähmung der unbeschränkten Rache. Also man darf maximal das tun, was der andere auch getan hat, aber nicht mehr. Ja? Das war also eine Art Domestizierung, jedenfalls ein Weg zu einer dazu. Wenn Sie sagen, in den USA gilt die Todesstrafe. Ja, stimmt. Ändert nichts an meiner Meinung, an meiner Haltung zur Todesstrafe. Aber vielleicht noch eine weitere Bemerkung zu Ihrer ersten Frage. Diese Kontroverse hat sich ja schnell von diesem Verein weitergetragen. Das war ja Selbstläufer. Ja? Und sie wurde besonders scharf geführt dann, vor allen Dingen in Israel und auch in Deutschland. Ja, ich habe erwähnt, Golomann an der Spitze hat ja ganz zu Recht vorgeworfen, dass sie zum Beispiel den 20. Juli eher erst einmal kaum angesprochen hat und dann also so, na, das waren ja lauter Nationalisten, die eigentlich erst in dem Moment sich zu dem Attentat durchringen, als der Krieg verloren ist. Das heißt also, sie waren eigentlich Opportunisten, worauf immer einer gesagt hat, und zwar, zwar einer ihrer intellektuellsten Kritiker hat nämlich gesagt, wenn die wirklich Opportunisten gewesen wären, wäre es viel gescheiter gewesen, denn dann hätte das Attentat wahrscheinlich gelungen und der Staatsstreich auch. Ja, also dieses Argument hat man dann umgekehrt in der Folge. Ja, aber vielleicht damit, also wollen wir es genug sein lassen, oder? Bitte, gibt es weitere Anfragen? Mich würde nur interessieren, wie Hannah Arendt in ihrem Buch diese Zustimmung zu dem Todesurteil rechtfertigt, das Sie angesprochen haben, das ja anders ist wie die Begründung des Gerichts. Das lese ich Ihnen vor. Ja, dafür habe ich es zwar nicht mitgenommen, das Buch, aber es ist ja gut, wenn man es hat. Ja. So. Also, das ist ein Text, der ist nur wenige Zeilen lang. Wo fangen wir an? Also, sie sagt, sie haben sich auf Gehorsam berufen. Ja? Und dann führt sie aus. Aber diese Politik haben sie natürlich durch ihre, rein durch ihre berufliche Tätigkeit, wenn man das so nennen will, getragen. Sie haben zugestimmt zu dieser Politik und sie reden sich jetzt auf Gehorsam aus. Es war viel mehr, es war eine Zustimmung. Ja? Und jetzt sagt sie, denn wenn Sie sich auf Gehorsam berufen, so möchten wir Ihnen vorhalten, und sie spricht jetzt namens der Richterschaft, deswegen nicht der Plural der Majestät, sondern eben wir die Richter, also wir Ihnen vorhalten, dass die Politik ja nicht in der Kinderstube vor sich geht und dass im politischen Bereich der Erwachsenen das Wort Gehorsam nur ein anderes Wort ist für Zustimmung und Unterstützung. So bleibt also nur übrig, dass Sie eine Politik gefördert und mitverwirklicht haben, in der sich der Wille kundtat, die Erde nicht mit dem jüdischen Volk und einer Reihe anderen Volksgruppen zu teilen, als ob sie und ihre Vorgesetzten das Recht gehabt hätten, zu entscheiden, wer die Erde bewohnen soll und wer nicht. Keinem Angehörigen des Menschengeschlechts kann zugemutet werden, mit denen, die solches wollen und in die Tat umsetzen, die Erde zusammen zu bewohnen. Und das ist der Grund, und zwar der einzige, dass sie sterben müssen. Zitat Hannah Arendt. Zufrieden? Gut.
Ja? Ja, gibt es weitere Fragen? Bitte, bitte. Theresienstadt hast du erwähnt. Du weißt, ich kenne einen Überlebenden aus Theresienstadt. Ja. Und der Rudi meinte, die drei Herren, die sehr alt waren, haben der Jugend das Leben gerettet vor allem. Die haben wirklich geschaut, dass junge Kinder nicht auf die Liste kommen. Und dann war ein kleiner Widerspruch in deinem Vortrag. Du Moment, ich habe jetzt die Frage gar nicht verstanden. Ja. Welche drei Herren? Die Richter? Nein, die in Theresienstadt praktisch die Liste geschrieben haben. Die Interessenstadt und die Liste meinst, geschrieben die haben. Die haben wirklich geschaut, dass ja keine Kinder auf die Liste kommen und wussten, wenn sie das nicht machen, überlebt keiner im Lager. Ein kleiner Widerspruch ist mir aufgefallen, den bitte ich dich zu entflechten. Du meintest, die 100 Zeugen beim Prozess in Jerusalem hatten keinen Bezug zum Herrn aus Linz, zu Adolf Eichmann. Zum Schluss sagtest du aber, dass er sich gerühmt hat, 5 Millionen in die Gaskammer geführt zu haben. Da bitte ich dich, dass du diesen Widerspruch kurz aufhörst. Ja, schön. Also vielleicht zum Ghetto Theresienstadt, um hier ein landläufig zu beobachten, Irrtum aufzuklären. Theresienstadt bitte ist kein KZ. Ja? Theresienstadt ist das übrigens sogar einzige Altersghetto, in das man bevorzugt sogenannte Prominente eingewiesen hat, die übrigens die Einweisung sogar selbst bezahlen dürfen, charmanterweise. Ja? Also in Theresienstadt bitte, wo übrigens österreichische SS-Dienstgrade das Sagen hatten, die Kommandanten waren immer Österreicher, sehr niedere Dienstgrade. In Theresienstadt werden die Transportlisten, Überweisung der Lagerleitung, also dieser SS-Offiziere, geschrieben, und zwar vom Ältestenrat. Ja, der Ältestenrat legt, und zwar als Organ, das ist aber ein Dutzend Leute, dem jeweiligen Transportoffizier die Liste vor. Also mal das eine. Ja. Es stimmt natürlich, aber das gilt nicht nur für Theresienstadt, dass die Juden diese Organe, also diese jüdischen sogenannten Selbstverwaltungsorgane, ist ein schrecklicher Euphemismus, wie man überhaupt sagen darf, die Sprache der Nazi hat geradezu Blüten getrieben im Punkt also Erfindung von Euphemismen. Es war das Bestreben dieser Leute, also dieser Selbstverwaltungsorgane, Kinder und Jugendliche zu schützen, soweit es also ging. Also Kinder bitte, das heißt nicht Kinder mit, sage ich, 7, 8 Jahren, sondern eigentlich eher, müsste man sagen, Jugendliche, so etwa vielleicht ab 13, 14 aufwärts. Aus einem ganz einfachen Kalkül, und das kann man überall beobachten, also in den Ghettos wie in Theresienstadt, also das auch in Lagern dann. Der Kalkül war wahrscheinlich schlicht der. Bei Kindern weiß man nicht, also Kinder, sage ich, 5, 6 Jahre alt, ob sie überhaupt erwachsen werden. Und bei Alten weiß man eines sicher, nämlich, dass ihre fruchtbaren Jahre vorbei sind. Wenn also wir als Volk, jetzt unter Anführungszeichen mal gesagt, überleben wollen, dann überleben wir nur, wenn diese Jahrgänge, die dann sich fortpflanzen können, überleben. Das hat also bitte mit Altruismus oder dergleichen nichts zu tun. Das ist ein reiner, wenn man so will, ein reiner Kalkül. Wenn ein Staat so einen Kalkül macht, spricht man von Staatsräson. Kann man aber bei den Juden nicht sagen. Ja? Übrigens eine der scheußlichsten Geschichten überhaupt aus der Zeit der NS-Gewaltherrschaft, dass man es wirklich fertigbringt, die Opfer zu Agenten der eigenen Vernichtung zu machen. Ich sage Ihnen nochmals, ja, wenn die Züge von Theresienstadt wegfahren, dann warten in Auschwitz die Kommanden an den Krematorien, und das sind bitte die sogenannten Sonderkommanden, Juden, die man nach irgendwelchen Kriterien, kein Mensch weiß nach welchen, aus den Transporten herausholt, einige Monate dort arbeiten lässt und dann ihrerseits umbringt. Und das wissen die Leute auch. Nun ja, soviel zu dem.
Ein Widerspruch in meinen Ausführungen hast du vielleicht deswegen sehen können, weil du glaubtest, ich hätte gesagt, die Zeugen des Herrn Hausner waren. Ich habe gesagt, die Mehrheit dieser Zeugen, beileibe nicht alle, aber die Mehrheit der Zeugen hat tatsächlich berichtet über ein Ghetto in Polen, über eine Massenexekution durch Sonderkommanden, durch die sogenannten Einsatzgruppen oder über die Arbeit, auch einer, da war auch einer drunter, über die Arbeit bei den Krematorien. Nicht alle natürlich. Ja, ich habe nie gesagt alle, ich habe gesagt die Mehrheit. Ich kann aber jetzt. Ja, 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 das stimmt. Ja, das hat aber an sich, und auch das war ein Kritikpunkt der Hannah Arendt, mit dem Verfahren überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war eine Lehrstunde, aber kein justizielles Verfahren. In einem justiziellen Verfahren geht es darum, der Staatsanwalt als öffentlicher Ankläger für die geschädigte Gemeinschaft erhebt Anklage gegen den Täter, für den die Unschuldsvermutung gilt. Heute übrigens ein bekanntes Wort, auch in der Republik, wie man weiß. Ja. Er kommt immer wieder mal irgendwo hoch. Und solange die öffentliche Anklage dem Beschuldigten nicht hieb- und stichfest die Tat nachweisen kann, gilt er als unschuldig. Ja? Eine Arbeit eines noch so ehrenhaften Mannes, ja, mit einer so schrecklichen Biografie wie der, den du ansprichst, der da im Verfahren zusammenbricht, hat mit der Schuldfrage des Herrn Eichmann nichts zu tun gehabt. Ja? Das war sicherlich es war eine Lehrstunde, ja. Aber ist das der Ort des Gerichts? Gehört das dorthin? Kann man berechtigt fragen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt also mit viel Emphase und genug Argumenten geantwortet. Ja, aber ich kenne meinen Freund Peter Weidner. Sowas muss ja kommen. Das muss ja sein, nicht? Ja, bitte. Ja, ich hätte eine Frage noch. Und zwar, dieser Prozess ist ja, ich sage jetzt Gott sei Dank, als einer der Bausteine zu sehen, wie man mit Massenmördern oder Menschen umgeht, die also ganze Kontinente oder die Bevölkerung ganzer Kontinente umbringt. Und es wäre jetzt interessant, vielleicht nur in einem kurzen Sidestep sozusagen diese Brücke zu jetzigen Prozessen zu schlagen, inwieweit dieser Prozess sozusagen als ein Teil sozusagen einer Rechtsentwicklung und einer Gerichtskultur zu sehen ist. Weil wir haben ja in unserer Lebenszeit haben wir ja schon in verschiedenen Kontinenten sozusagen eben ähnliche oder nicht vergleichbare, aber zumindest auch ganz tragische Ereignisse verzeichnen müssen, wo sich die internationale Gesellschaft oder Gerichtsbarkeit auch bemüht, zumindest einige dieser Haupttäter in den Griff zu kriegen. Naja, vorerst mal lieben Dank für deine Frage. Es ist ja eine große Freude, wenn man so viele liebe, gute Freunde bei einem eigenen Vortrag begrüßen darf, wie den Dr. Eschke. Also, herzlichen Dank für deine Frage, denn ich habe ja was übersehen, ich habe auch was vergessen, nämlich genau auf das noch näher einzugehen, hätte ich vorgehabt, bitte um Entschuldigung, kann ich nachtragen bei der Gelegenheit. Ja, natürlich hat dieser Prozess zur Entwicklung des Völkerrechts beigetragen. Allerdings muss man sagen, viel entscheidender für die Fortentwicklung des allgemeinen Völkerrechts war natürlich der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg, ja, der ja quasi als der Prototyp, wenn man so will, als die Stammmutter all dieser Verfahren zu gelten hat. Aber es ist keine Frage, man hat ja bei der Gelegenheit, ich habe es eh erwähnt, die Frage der Zuständigkeit der Gerichte weidlich diskutiert, vielleicht nicht immer ganz zu Recht. Die Argumente, die man hätte haben können, hat man vielleicht nicht gefunden, andere dafür hat man gehabt, ja. Aber keine Frage, natürlich wird sich die Rechtsprechung an diesen Prozessen, also nicht am Eichmann-Prozess, ausrichten, weil es eben sehr bekannte Präzedenzfälle sind. Und es ist sicherlich auch die Errichtung dieses Internationalen Gerichtshofs heute im Haag auch eine Folge solcher und gerade auch des Eichmann-Prozesses. Ja. Aber was ich vielleicht bei der Gelegenheit jetzt nachbringen darf,
Ich habe ja wirklich darauf vergessen, was ich Ihnen versprochen habe, kurz auf die Folgen in den wirklich betroffenen Staaten einzugehen. Habe ich ja. Ja. Nun, jetzt haben wir uns kurz unterhalten über die Folgen für die internationale Rechtsordnung, also vor allen Dingen für die Fortentwicklung des Völkerrechts. Viel entscheidender, jedenfalls also für uns als Österreich oder als Deutsche, waren ja die Konsequenzen, die der Prozess dann in den Staaten hatte. Ja? Vielleicht dürfen wir mit Israel beginnen, weil da ist es wirklich am leichtesten. Wenn ich gesagt habe, dass die Shoah in Israel bis Mitte oder Ende der 60er Jahre nur eine vergleichsweise mindere Rolle spielt in der Wahrnehmung und in der Diskussion, dort auch bitte in der Ausbildung, also in der Schule, dann hat sich das völlig umgekehrt. Man kann davon sprechen, dass der Eichmann-Prozess geradezu zu einem Paradigmenwechsel führt. Wenn man heute die Politik des Staates Israel verfolgt, dann hat man oft den Eindruck, dass heute die Shoah Ausgangspunkt und Ende allen politischen Handelns in Israel ist. Ja, das ist so das Alpha und das Omega. Anders in Deutschland. Ich habe, glaube ich, kurz darauf hingewiesen, es war ja ein deutscher Staatsanwalt, der dem Mossad den Hinweis gab, wo Eichmann zu finden sein wird. Nun, der Mann, das war auch ein deutscher Jude, ein Richter, das war schon vor 1933 und dann wieder nach 1945. Die NS-Gewaltherrschaft hat er in Skandinavien überlebt. Der Mann war Staatsanwalt, leitender Staatsanwalt in Hessen und hat dort in den 50er Jahren doch sehr gelitten darunter, dass die Prozesse gegen NS-Täter inzwischen in Deutschland stark zurückgehen. Also man hat in Deutschland schon 1945, 1946 begonnen, und zwar sehr engagiert auch begonnen, solche Leute sich zu suchen. Da war es also sehr schwierig, weil es ja keine deutsche Regierung gibt. Die deutsche Regierung ist bis 1949 der alliierte Kontrollrat. Naja, und die Alliierten haben natürlich schon eine ganze Menge solcher Prozesse geführt, nicht nur die Bekannten, sondern es waren Hunderte, ja, aber eben als Militärprozesse in ihren Zonen. Während die deutsche Gerichtsbarkeit, nachdem die deutschen Länder wiedererstanden sind und überhaupt neu gegründet waren, also etwa 47, 48, einerseits ermitteln, justiziell das bearbeiten und andererseits diese berühmten Spruchkammern machen zur Entnazifizierung. Und das waren schon zum Teil also sehr peinliche Verfahren. Also so wie die Arendt sagt, die haben überhaupt nichts wahrgenommen, so war es dann tatsächlich nicht. Nur nach der Staatsgründung oder besser gesagt der doppelten Staatsgründung, also Sommer 49 Bundesrepublik, kurz darauf DDR, ja, nehmen diese Verfahren im eigentlichen Rechtsnachfolger des Großdeutschen Reichs, also der Bundesrepublik Deutschland, stark ab. Und der Staatsanwalt, der angesprochen, ein gewisser Fritz Bauer, leidet darunter. Sehr. Nun hat aber einen großen Gönner, den hessischen Ministerpräsidenten, ja, daher ist er also auch nicht sehr angreifbar, das hat man eh versucht, ja. Aber mit seinen Vorhaben, die Leute vor Gericht zu ziehen, scheitert auch regelmäßig. Das hängt aber auch zusammen mit der Struktur des deutschen Staates, also mit dieser extrem föderalen Struktur. Ja. Es gelingt ihm aber jedenfalls, die sogenannte zentrale Stelle in Ludwigsburg zu schaffen. Das ist wesentlich dieser Fritz Bauer gewesen. Und diese Stelle führt jetzt Ermittlungen, zieht die an sich, ja, weist dann zu. Ab dem Beginn der 60er Jahre, natürlich auch im Lichte des Eichmann-Prozesses zu sehen, beginnt die deutsche Strafverfolgung wieder lebhafter zu werden. Und es kommt dann kurze Zeit nach dem Eichmann-Prozess in Jerusalem in Deutschland zu diesem berühmten Auschwitz-Prozess Mitte der 60er Jahre. Den übrigens Fritz Bauer nur um ganz kurze Jahre überlebt hat. Der Mann ist dann wirklich Sturm am gebrochenen Herzen. So viel vielleicht zur Bundesrepublik Deutschland. Die DDR hat immer erklärt, bitte, wir sind ein völlig neuer Staat, ein völlig neues System. Mit der deutschen Geschichte haben wir nur so viel zu tun, als wir Deutsche sind, auf deutschem Boden ein neues Staatswesen errichten. Im Übrigen sind wir in den Reihen der Sieger und das Ganze geht uns insofern an, als es ein probates Mittel ist, die Bundesrepublik zu prügeln. Das war so ungefähr Staatsdoktrin.
Und in Österreich, verzeihen Sie mir das, wenn ich das ein bisschen spitz und vielleicht ein bisschen mit Spott in der Stimme sage, aber in Österreich hat man oft genug den Eindruck gehabt, naja, wir wollten eigentlich nicht heim ins Reich, eher wollten wir schon Reich heim. Ja? Das ist sehr übertrieben, das möchte ich dazu sagen. Denn in den ersten Nachkriegsjahren gibt es österreichische Volksgerichte, die sogar fleißig Todesurteile verhängen. Es werden auch 30 etwa vollstreckt. Ja, aber spätestens nach 1950, 51 und vor allen Dingen noch 1955, da werden auch diese Volksgerichte abgeschafft, ja, nimmt die österreichische, die Begeisterung in Österreich für solche Verfahren rapid ab. Die geht also wirklich also stark gegen Null. Ja. Dann kommt dieser Prozess in Jerusalem und dann beschließt die Verwaltung, jetzt müssen wir aber was tun. Und dann kommt es im Innenministerium zu der Gründung einer eigenen Verfolgungsbehörde, der berühmten Abteilung 18, die dann ermittelt, aber auch schon eher nach der Maßgabe, es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Also wir können ja keine Nazis finden, jedenfalls nicht bei der Polizei und bei der Gendarmerie, weil es ja kein geben darf. Das war, wie sich herausgestellt hat, dann ein Irrtum. Nur der, der den Irrtum aufgeklärt hat, hat in dieser Abteilung nicht lange überlebt. Den habe ich noch gut gekannt. Ja? Und dann kam noch ein anderes Problem auf. Nämlich, in Österreich war die Strafverfolgung dieser Untaten Sache der Laiengerichtsbarkeit. Und man hat sich also nun wirklich schwer getan, Laienrichter zu finden, die solche Täter verurteilt haben. Und so kam es eben in den späten 1970er Jahren, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, zu einem Prozess gegen einen wirklich üblen, also einen entsetzlich bösen, obwohl er überhaupt keinen Dienstrang gehabt hat, der war nicht einmal Unteroffiziersdienstgrad, von Mauthausen. Und dieser Prozess hat zweimal, also der Mann hat wirklich also schreckliche Untaten, ich könnte Ihnen da was erzählen, also da stellt einem die Haare auf, verübt. Und der Zeuge in diesem Verfahren, der Anklage, war niemand anderer als der Chronist des Lagers Mauthausen, der Hans Marschalek. Und der Mann wird zweimal freigesprochen. Also auch in der Berufungs- und Letztinstanz wird er freigesprochen. Und das war ein solcher Skandal, dass der damalige Justizminister, niemand geringer als Christian Broder, gesagt hat, also solange wir solche Verfahren nach der Laiengerichtsbarkeit abhandeln müssen und solange wir keine Laienrichter finden in der Republik, die bereit sind, solche Untaten auch gebührend zu ahnden, solange ist es gescheiter, wir machen solche Prozesse erst gar nicht und lässt diese Prozesse einstellen, bis auf Weiteres, und da sind wir noch heute auf dem Standpunkt. Während die Deutschen noch immer, und zwar sogar einigermaßen engagiert, wie Sie wahrscheinlich alle aus der Presse wissen, versuchen, solche Prozesse zu führen, obwohl sie eigentlich nicht mehr zu führen sind, weil in aller Regel die Beschuldigten gar nicht mehr prozessfähig sind. Ja, aber sie ermitteln nach wie vor. So, aber jetzt bitte mal einen anderen. Nicht immer ja, so. Ich wollte dich noch fragen, also der Fritz Bauer wurde von Lothar Herrmann ja verständigt, dass Eichmann 1957 bereits in Argentinien erkannt worden ist. Ja, ja. Und soweit ich weiß, hat der Fritz Bauer dann an die israelische Regierung sogar geschrieben. Den Mossad, oder Mossad CIA, aber auch dem BND war das bekannt, wo Eichmann ist, und da wurde nicht zugegriffen. Es gibt ja da von Gabi Weber, beziehungsweise Weber, diese Untersuchungen, wo sie halt belegt, dass erst wie Eichmann über diese Sachen, die halt Standard Oil betreffen, zum Reden begonnen hat, dass dann sozusagen der CIA eingegriffen hat und nicht der Mossad. Und es ist ja vielleicht auch bekannt, dass ja der unmittelbare Vorgesetzte von Eichmann, William Mossetti, der Daimler-Benz in Argentinien geleitet hat, wo Eichmann beschäftigt war, bereits einen Tag nach dem Verschwinden von Eichmann, da hat der Hans-Martin Schleyer, also der Chef von Mercedes-Benz, ehemaliger SS-Offizier, hat dann noch ihn gesucht noch, hat der schon Eichmann von der Pensionsversicherung, von der argentinischen, abgemeldet, also wo noch kein Mensch gewusst hat, was mit Eichmann passiert ist. Kannst du darüber was sagen, wie weit das sozusagen, das, also das war nicht sozusagen um den Holocaust geht, sondern dass einfach die amerikanische Ölindustrie gefürchtet hat, die ja bis 1942 noch Nazi-Deutschland illegalerweise ja beliefert hat mit Öl und auch sozusagen das Verfahren, wie man aus Kohle Benzin macht, ja, an die Nazis. Das Fischer-Tropf schon vorhin, ob sie die Deutsche erfunden. Bitte. Ja. Aber kannst du dazu vielleicht noch sagen? Naja, natürlich, da sind diese Geheimdienstspielereien eine solche Sache. Dass der BND, bitte, damals noch Organisation Gehlen genannt, naja, es war eine tiefbraune Weste, die man sich dort anziehen konnte. Nein,
Eines ist sicher, der Aufenthaltsort von Eichmann war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre bekannt. Ja, obwohl man immer wieder im Zweifel war, ist er nicht doch vielleicht im Nahen Osten. Ja, Bauer hat den begründeten, also den wirklich also handfesten Verdacht gehabt, der ist dort, das ist der. Ja, gestützt hat er sich auf diese komische Geschichte, die da in Argentinien, also in Buenos Aires gelaufen sein soll, oder ist auch zwischen der Tochter eines jüdischen Emigranten und einem Sohn von Eichmann, das aber dann also in Israel anscheinend also irgendwo vergessen oder übersehen wurde. Man muss ja wissen, der Mossad 1956 oder 57 hat auch andere Probleme gehabt, dass gerade jemand solchen zu finden, außerdem wahrscheinlich gar keinen Auftrag dazu. Ja. Wie auch immer, ich würde meinen, irgendwelche Verschwörungstheorien sind in aller Regel nur eines, nämlich ziemlich unnötig. Ja? Und wer jetzt wo vielleicht also einen Akt liegen gelassen hat, die Stange, die ist ja voll von solchen, also diese wirklich verdienstvolle Arbeit über die Sassenprotokolle, die ist ja voll mit solchen Hinweisen. Ja, da hat man bewusst also die Akten unterdrückt, man hat bewusst die Akten liegen lassen. Der Botschafter in Israel hat bewusst nicht informiert. Da gibt es einen sehr bekannten Streit dazu, der in Deutschland ausgetragen wurde, auch publizistisch ausgetragen wurde. Also ich glaube, das Ergebnis zählt dann letztendlich. Man hat den Mann gefunden, man hat ihn völkerrechtswidrig entführt, hat ihn vor ein durchaus zuständiges Gericht gebracht. Ja, und ob da ein bisschen mehr Geheimdienst gespielt wurde oder weniger, die Akten kennen wir alle nicht. Ja, und ich würde meinen, wenn ich da was sagen wollte, dann möchte ich zuerst einmal die Akten gesehen haben. Und da bin ich mir sicher, die kriege ich nie zu Gesicht. In keinem Archiv der Welt wird bei mir sowas vorliegen. Aus einsichtigen Gründen übrigens. Ja. Bitte, darf ich die Dame? Ich hätte nur eine Frage, was hat da der Simon Wiesenthal für eine Rolle gespielt bei dem Ganzen? Das ist mir schon abgegangen. Ja, Simon Wiesenthal, der selbsternannte Eichmannjäger. Wissen Sie, Simon Wiesenthal hat zu dieser seiner Eichmannjagd, das hat er zweifellos betrieben, das ist überhaupt keine Frage, dreimal publizistisch Stellung genommen und jetzt mehr anders. Ja? Tom Segev, den man ja nun wirklich nicht also, Voreingenommenheit vorwerfen muss, hat also sehr deutlich auch darauf hingewiesen, Tatsache ist, Wiesenthal hat hier von Linz aus, bis er halt dann wegging nach Wien, solche Ermittlungen geführt, gestützt hat er sich dabei vor allen Dingen auf einen damals meines Wissens sogar schon pensionierten Polizei- oder Gendarmeriebeamten in Aussetrin, der dieses Haus, wo die Frau von Eichmann mit ihren Söhnen war, observiert hat. Aber dass die Dame dann auf einmal weg war, sang- und klanglos eigentlich verschwunden ist, das ist ihm natürlich aufgefallen. Er hat auch später behauptet, er hat ja Ich jagte Eichmann publiziert, wie Eichmann gerade, glaube ich, in Jerusalem angekommen ist. Ja, also jedenfalls nicht sehr viel später. Er hat auch behauptet, er habe genau gewusst, dass Eichmann in Argentinien wäre, auch weil er das also so aus einer eher dubiosen Quelle erfahren hätte. Nämlich einen Mann, der nach eigenem Bekannten sogar Doppelagent war. Also, ich würde sagen, Simon Wiesenthal hat sich zwar in dieser Geschichte immer wieder eingebracht, das ist überhaupt keine Frage, das ist unstrittig, er hat mit also unglaublichen Engagement das verfolgt, aber er hat sicherlich nichts dazu beigetragen, dass Eichmann dort enttarnt und in Gewahrsam genommen wurde. Ja, das muss er sich nicht an den Hut stecken. Man muss aber noch etwas dazu sagen. Er war auch einer von jenen, die gegen die Vollstreckung der Todesstrafe an Eichmann war. Er hat abgeraten, diese Strafe zu vollstrecken. Wobei dem Januk, das war ja der zweite Prozess in Israel, der wurde begnadigt, vielleicht das zur Ergänzung. Ja, aber
Also es hat nur zwei Eichmann und dem Januk-Prozess in Israel gegeben. Ja, und ja, ja, das ist aber wesentlich später. Das war später, 1992. Begnadigt nicht. Im Januk dann. Nein, er wurde nicht begnadigt, sondern er musste freigesprochen werden, mangels an Beweis. Man konnte ihm nicht, man ist sogar draufgekommen, man hat ihn verwechselt. Ja? Also das heißt, dem Januk wurde fälschlicherweise für etwas gehalten, was er offensichtlich wirklich nicht war. Deswegen steht er jetzt in Deutschland vor Gericht. Oder besser gesagt, er steht nicht, er wird hingetragen, weil er prozessunfähig ist. Ja. Helmut, ich möchte dich fragen eigentlich, was hat die Deutschen, die Verantwortung damals getragen haben für die Massenvernichtung, so sicher gemacht, dass es von diesen Menschen nicht doch einen Aufstand im größeren Ausmaß gibt? Ich habe mir gestern den Pianisten angeschaut, abends in Dreisat. Ist natürlich ein Spielfilm, ist ganz was anderes. Aber eines ist klar und deutlich herausgekommen, und das kann man geschichtlich auch nachvollziehen, dass im Grunde genommen der Widerstand der betroffenen Menschen bedauerlicherweise gering war. Sie haben sich wie Lämmer zu den Schlachtbänken führen lassen. Das ist sehr bedauerlich und traurig. Aber eines ist ganz klar, mich wundert, dass das da nicht mehr für diesen Aufstand getan wurde. Liegt es daran, dass diese Menschen damals, also in Grundlagen der Strategie, sich zu wehren, ganz eine andere Einstellung gehabt haben? Also ich möchte jetzt, und eine zweite Frage habe ich noch, es hat ja auch eine Menge Juden im Ausland gegeben, die bedauerlicherweise, wie sich das herumgesprochen hat, was wirklich in Deutschland passiert, auch nicht diese Hilfestellung zum Teil gewährt haben, die sie vielleicht gewähren hätten können, wenn sie sich da mehr engagiert hätten. Also hier müsste man die Frage auch stellen, Mensch ist einmal Mensch, ne? Wir haben keine besseren Menschen auf der Welt. Das ist halt ein riesengroßes Problem, da hätte ich gerne von dir ein bisschen mehr erfahren. Danke. Nun ja, also deine erste Frage war, warum wie die Lämmer zur Schlachtbank? Naja, erstens, wir können uns jedenfalls, wir beide, ja, also mein sehr verehrter Herr Landesvorsitzender des Pensionistenverbands und ich, wir können uns beide wahrscheinlich sehr gut erinnern an die Sendung Holocaust, oder? Kannst du, gut. Wiewohl dieses Melodram entstanden ist in den Staaten, in einem ganz bestimmten, rein in den USA zu verurteilten Kontext, nämlich der Rundfunk, also der Networks, so hat es doch also nicht nur in Deutschland oder Österreich also den Erfolg gehabt eines Straßenfegers, ja, sondern es hat also einen Bewusstseinsprozess ausgelöst. Auch bei mir insofern, als ich mich sehr genau erinnere an die Szene, wo die Frau dieser Familie, die da im Mittelpunkt steht, beim Klavier sitzt und spielt und sagt, eine Nation oder ein Volk, das muss ja nicht dasselbe sein, dass einen Mozart hervorbringt und einen Goethe und einen Schiller und weiß Gott, wer noch, das kann doch gewissen Untaten gar nicht fähig sein. Ja? Und das war wahrscheinlich die Meinung der allermeisten, jedenfalls jener Juden, die den Aufstieg ins Bildungsbürgertum geschafft haben, und das waren beileibe nicht wenige. Ja? Ganz abgesehen davon, also Pogrome waren wir ja gewohnt. Ja, und Pogrome gab es ja nun wirklich nicht nur gegen die Juden, nicht nur Völkermord. Ja, man denke nur Erster Weltkrieg Armenien oder Armenier in der Türkei. Ja, aber wer hätte das bitte denken können? Ja, wer hätte sich denn bitte vorstellen können, dass es ein Auschwitz gibt, dass es ein Treblinka gibt oder meinetwegen nur ein Hartheim? Nur. Ich mir jedenfalls nicht. Ist übrigens auch ein Grund, warum dieses Argument der Rechtsfolgen auf eine Straftat, die aber gar nicht als solche beschrieben war, falsch ist. Denn es gab und gibt bis heute, trotz also der Erfahrungen, die wir jetzt haben im historischen Geschehen, keinen Gesetzgeber, keinen Nationalen, der eine Strafe Genozid in der Gaskammer kennt. Ich kenne jedenfalls keinen. Ja? Das war einfach unvorstellbar. Ja? Es war für die deutschen Juden nicht vorstellbar, jedenfalls für eine große Mehrheit nicht. Die Arendt sagt später dann, in einem sehr bekannten Interview Mitte der 60er Jahre, ich habe 30 gewusst, die Nazi kommen an die Macht
und ich habe 33 das Weite gesucht, illegal die Grenze überschritten, weil ich mit einer Straftat dieses Land verlassen wollte. Denn mir war klar, das führt zu nichts Gutem. Ja, erst einmal hat sie da ein bisschen postfestum argumentiert und zweitens auch sie hat 1933 oder 1938 angesichts der Pogromnacht nicht gewusst, dass Auschwitz möglich sein wird. Ja, das hat nicht einmal der Herr Hitler gewusst, wie er Mein Kampf geschrieben hat. Und der schreibt dort, man hätte so 20.000 dieser Volksverbrecher unter Giftgas halten sollen. Ja, hat auch nicht an Auschwitz gedacht, das hat er gar nicht gekannt. Und das gilt also für die Deutschen und für die West- und Mitteleuropäer. Ja, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, wo es evident war, aber zu spät. Anders ist die Lage im Osten. Wenn man sich bitte vorstellt, wo leben denn die meisten Juden in Europa? Die leben doch bitte in Galizien und an der baltischen Küste. Ja? Und dann vor allen Dingen in jenen Teilen des ehemaligen zaristischen Russland, die also damals vielleicht gerade bei Polen waren. Ja? Oder sie leben in Rumänien, in Teilen, die auch einmal vielleicht Österreich waren oder kaiserliches Russland. Ja? Nun, die Hannah Arendt hat auf etwas sehr Wichtiges hingewiesen. Der Stalinismus hat jene Juden, die unter seiner Gewalt waren, jedenfalls bis 1939, also bis zur vierten Teilung von Polen, hat ja wie die ganze sowjetische Gesellschaft völlig zerschlagen. Ja? Bitte, der Stalinismus hat ja nicht nur in der, bei der Zwangskollektivierung in der Ukraine Millionen Tote produziert, sondern er hat vor allen Dingen alle Strukturen, die irgendwie mit dem System hätten Konflikt geraten können, gar nicht haben müssen, sondern das hat man antizipiert, zerschlagen. Es war ja niemand da, der das hätte organisieren sollen. Ja, das gilt also für den Osten. Und in Polen und im Baltikum, das ja doch am Aufbitte, also Fleckerlteppich von kleinen und den kleinen baltischen Staaten ist damals, ja, die Leute waren einfach nicht dafür ausgerichtet. Ja, die polnischen Juden im Städtel haben ums Überleben gekämpft. Ja, die waren in keiner Weise auf so ein Ereignis eingestellt, das da im Herbst 1939 über sie hereinbricht. Ja, noch dazu, wo sich ja die ersten massiven Mordtaten in den besetzten, von Deutschland besetzten Teilen von Polen ja nicht gegen die Juden richten. Natürlich gibt es schreckliche Übergriffe, natürlich hat man Juden in die Synagogen reingetrieben und verbrannt. Ja, aber diese großen massiven Tötungsverbrechen im Herbst 1939 und Anfang 1940 in Polen waren ja diese sogenannten Sonderbefriedungsaktionen, wo man Zehntausende Angehörige der polnischen Intelligenz, des Adels und so weiter liquidiert hat. Ja, das ist ja an den Juden noch vorbeigegangen. Und in der Zwischenzeit, während man diese riesigen Völkerverschiebungsprogramme da wälzt und vorbereitet, ja, werden ja die Juden zusammengezogen. Das heißt also, sie werden aus ihren Städteln, das sind dörfliche Gemeinschaften, hinausgetrieben in große städtische Agglomerationen, die sogenannten Ghettos, ja, wo sie dann in völlig anderer Umgebung sind, auf sich alleine gestellt meistens. Wie hätte denn das funktionieren sollen, bitte? Ja? Also, es war nicht so wie die Schafe zur Schlachtbank. Es hat natürlich auch Widerstand gegeben, ja. Aber auch erst in dem Moment, wie zum Beispiel in Warschau beim Aufstand im Ghetto, wo klar war, ja, wohin das jetzt geht, was jetzt ist. Und das war dann, das ist für mich vergleichbarer Fall wie der Aufstand der sowjetischen Offiziere in Mauthausen. Ja. Die Leute, die im Warschau Ghetto den Aufstand durchführen, und von denen ja einige überleben sogar, die haben ja nicht gekämpft, weil sie überleben wollten, die haben ja gekämpft, dass sie eben nicht geschlachtet werden. So wie die Russen da unten ausbrochen sind, nach dem Motto, ja, wir sind Menschen, ja, wir sind Männer, wir sind Frauen und wir kämpfen. Und man sein muss halt mit den bloßen Händen. Ja, aber das ist ja nichts anderes, bitte, als eine Verzweiflungstat. Und natürlich wird jeder versuchen, solange es geht, das hinauszuschieben. Ja, ich sage da was anderes. Ja, ich habe sehr gut gekannt den Hermann Langbein, der vielleicht dem einen oder der anderen hier im Saal was sagen wird. Ja, und auf die Frage, na, warum gibt es keinen Aufstand in Auschwitz, sagt er, was glaubst denn du? Ja, 50.000 Menschen. Wir machen einen Aufstand, okay. Ja, wir kommen vielleicht bis in die Beskiden zu den Partisanen. Und was ist mit den 49.800, die zurückbleiben? Hätten wir das dürfen? Hättest du das gemacht? Ich nicht. Ja, ich bin mir sicher,
Ich hätte mich wahrscheinlich genauso verhalten wie 99,9% aller anderen, nämlich Betroffenen. Ja? Und zum Zweiten, wenn man die Frage so stellt, dann sei man nicht ungehalten, ist sie ziemlich polemisch. Denn die internationale jüdische Gemeinschaft hätte nichts tun können, gefordert waren die Staaten. Ja? Und die Staaten haben ja was versucht, und zwar über eine Einladung der Amerikaner im Sommer 1938, diese berühmte Konferenz von Evian, ja, wo nichts rauskommen ist, weil nichts rauskommen konnte. Ja, weil erstens ja, auch die Pogromnacht noch einige Monate, aber jedenfalls in der Zukunft lag, weil zweitens ja, die Staaten ja ihre eigenen riesigen Probleme hatten, ja, die Amerikaner stecken schon wieder in einer Rezession, obwohl die das angehen, ja, und weil drittens bitte ja, es ja in anderen Staaten auch durchaus ein Verständnis für das gibt, was die Deutschen tun. Bitte, in Frankreich gibt es ja auch jede Menge Antisemitismus. Und wenn ich das sage, bitte, um 1900 jemand gefragt, wo passiert das, wo passiert die Shoah, hätte jeder gesagt, in Russland oder in Frankreich, weil da haben wir gerade den Dreyfus-Prozess gehabt. Ja? Aber dann nie in Deutschland. Ja? Und als dann alle aufgewacht waren, 41, 42 vielleicht, vor allen Dingen dann 43, da war bitte der Zug abgefahren. Ja? Und um eines noch zu sagen, dann kommt immer gleich die Frage, na, was war dann mit Auschwitz? Warum wird Auschwitz nicht bombardiert? Ja, das haben die Amerikaner sehr überlegt. Ja, und sie sind alle immer zum selben Ergebnis gekommen. Das ist ein ziviles und kein militärisches Ziel, das greifen wir nicht an. Ja, wir greifen, abgesehen davon, dass wir gar nicht die Mittel haben in ausreichendem Maße, aber wir greifen an dort, wo der Feind ist und nicht dort, wo seine Opfer sind. Ja. Und ich hätte also durchaus als kommandierender Offizier meinem Oberbefehlshaber aber gesagt, pass auf, Herr Präsident, das ist ein ziviles Ziel, ich weigere mich, solche Ziele anzufliegen mit meinen Bomberflotten. Aber das nur als Anmerkung. Ich kann mir vorstellen, du bist mit meiner Antwort nicht sehr zufrieden. Das ist ja nicht so leicht zu beantworten. Ja. Ich habe da hinten noch eine Anfrage. Ja, danke, ich komme aus dem Innviertel, Sauwald-Metropole und ich habe ja die Zeit nicht mehr erlebt, ich bin Jahrgang 47, aber ich möchte trotzdem fragen, es hat jetzt nicht direkt mit Herrn Eichmann zu tun, wenngleich aus unmittelbar meiner Nachbarschaft eine Frau, die gefürchtetste Aufseherin in Buch-Birkenwald war, aber was mich auch sehr bewegt, das sind Männer, die nicht mehr eingerückt sind, also Wehrdienstverweigerer. Und ich habe vor kurzem den Verteidigungsminister gehört mit einer Anregung, dass diese Männer sozusagen gewürdigt werden sollen. Wie stehen Sie dazu, beziehungsweise wüssten Sie einen geeigneten Autor, der sich für diese Geschichte interessiert? Ich kenne diese Familie. Die wollen zwar zunächst nicht vielleicht so an die Öffentlichkeit kommen, aber ich denke, das wäre schon sehr eine sensible und trotzdem sehr lohnende Sache. Ich habe aber das jetzt eigentlich nicht verstanden. Also worauf soll ich jetzt wirklich antworten? Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich muss sagen, ich höre mal schlecht. Ich habe es akustisch so schlecht verstanden oder inhaltlich nicht. Wie Sie zu dem stehen, mit der Würdigung dieser sogenannten Wehrdienstverweigerer, das war zum Beispiel ein Bauer. Der also hat, im Dritten Reich meinen Sie? Ja. Der hat den Koffer auf die Innbrücke hingestellt, dass sie glaubt haben, der ist ins Wasser gegangen nicht eingerückt und trotzdem hat der 3-4 Jahre überleben können mit unheimlichen, die Kinder durften das nicht wissen, also mit unheimlichen Opfern. Ja. Naja, wie Sie zu dem stehen, ob diese so eine Geschichte nicht wirklich lohnenswert wäre, weil es gibt jetzt noch die Söhne dieses Mannes. Ja, natürlich finde ich das. Ich würde aber glauben, da gibt es jetzt also dann Berufenere als mich, eine solche Fehlforschung zu betreiben. Ja? Schaut Sie, der bekannteste Fall eines Wehrdienstverweigerers in Oberösterreich ist ein zweifellos Jägerstädter. Ja? Mir hat einmal ein nicht ganz unbekannter und nicht unprominenter Mann in der Stadt, deswegen nenne ich ja seinen Namen nicht, weil Sie ihn alle kennen, gesagt, na, eigentlich war er ein Spinner. Der Jägerstädter. Ja, ich halte Jägerstädter
für jemanden, der mit unglaublicher Klarsicht Dinge erkannt hat, die ihm keiner gesagt hat, das hat er nur aus sich selbst wissen können, ja, und der diesen Weg gegangen ist. Ich halte diesen Mann in der Tat für einen Helden. Ja? Und das gilt ganz gleich, wie einer sich sonst verhalten hat, in jedem Fall, denn jeder, der den Wehrdienst in Deutschland mit einem solchen Argument verweigert hat, es gab ja Argumente, da kann man durch, also ich bin tuberkulös, da kann er was sagen können. Ja? Aber wenn es denn gestimmt hat. Ja? Aber den Wehrdienst zu verweigern oder sich dem zu entziehen durch Desertion oder wie immer, das waren wahrscheinlich die wahren Helden. Das waren viel eher, das waren die Männer, kann es ja nur um Männer handeln in das, nach der Natur der Sache, das waren die Männer, die für dieses wirkliche Deutschland und auch das wirkliche Österreich gestanden sind. Ja? Ich habe es immer gehabt mit jenen, die erklärt haben, sie haben ja nur ihre Pflicht getan. Ich meine, erinnert mich da an die Mitte der 80er Jahre, einer Kontroverse, die in dem Land damals Wellen geschlagen hat, weil wir einen Präsidenten wählen durften, der auch nur seine Pflicht getan hat. Ich hätte gute Lust gehabt, den Herrn Waldheim damals zu fragen, wo waren Sie eigentlich, bei welcher Partisaneneinheit? Denn meines Verständnisses nach wäre der Dienst an der Sache viel eher gewesen, sich zu entziehen. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt richtig geantwortet. So. Ja, ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen. Sie und da war noch die Frage von dir. Ich duze dich deswegen, weil wir vor kurzem in Rom beisammen waren. Auf die Frage von dir, welcher Historiker das aufarbeiten würde. Ich bin im Vorstand des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Wenn du mir die Unterlagen zur Verfügung stellst, wird das DÖF sicherlich was publizieren. Bitte. Ist Ihre Wortmeldung aufrecht? Wollen Sie noch? Bitte. Ich komme jetzt nur mal zurück auf vorher die Äußerung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt heute zum ersten Mal gehört, dass Theresienstadt kein KZ war, ja, nur ein moderates Sammlager. Moderat habe ich nicht gesagt. Nein, das, ja. Sicher okay. Nicht. Okay, ein Alt. Nein, ich kann erklären, was das war. Ja. Gut, aber kein KZ, das wurde ausdrücklich gesagt. Ja, natürlich. Okay, bisher war ich anderer Meinung. Okay, man lernt nie aus. Danke. Meine konkrete Frage ist die, und da waren hauptsächlich Österreicher als Aufsichtspersonal beschäftigt, habe ich gehört. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Kommandanten, insgesamt drei waren Österreicher. Die Kommandanten. Also einer nach dem anderen, nicht zur selben Zeit. Ja. Aha. Ja. Meine Gedanken waren jetzt die, ich lese dauernd, dass besonders die Österreicher in der Nazi-Hierarchie besonders grausam und brutal waren. Aus einem gewissen Geltungsbedürftig, aus einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Reichsdeutschen. Sie wollten sich besonders hervortun als besonders treue Nazi. Hat das einen Hintergrund, einen realen? Das ist meine Frage. Ja, gut. Also es sind gleich drei. Vielleicht einmal erstens zum sogenannten Altersghetto Theresienstadt. Schauen Sie, ein KZ in der Terminologie der Täter ist ein Lager, das ausdrücklich untersteht und nur untersteht dem sogenannten Inspekteur der Konzentrationslager ab 1942 der Amtsgruppe D des sogenannten Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Das sind in Summe ca. 30 sogenannte Hauptlager und einige 1200 Nebenlager, aufaddiert über allerdings 12 Jahre. Das heißt nicht, dass zur selben Zeit 1240 oder 50 Lager bestanden hätten. Ja? Und dazu gehören dann also diese großen bekannten Einrichtungen, gehen wir es einmal durch im historischen Verlauf, Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, dann vor allen Dingen Mauthausen, Flossenbürg und so weiter. Und dann eben ab 1940 Auschwitz mit seinem ganzen Archipel dazu. Also das heißt, es gibt diese sogenannten Hauptlager und dann also eine ganze Unzahl meist an Industriestandorten errichteten Nebenlager. Das sind die Konzentrationslager. Also die unterstehen einem ganz bestimmten Dienstrang, ja, in einer ganz bestimmten Struktur.
Daneben gibt es eine unglaubliche Fülle von mindestens 8.000 bis 9.000 weiteren Einrichtungen mit Zwangscharakter. Ja? Und unter diesen sind dann auch solche, die man also dann als Judenzwangsarbeitslager sehen wird. Das beginnt in Schlesien mit ein paar hundert und endet am Kriegsende in Wien, in der Umgebung von Wien. Ja? Der Resenstadt für sich ist eine eigene Einrichtung, heißt offiziell Altersghetto, untersteht nicht dem Inspekteur der Konzentrationslager, sondern einer eigenen Dienstbehörde, hat einen eigenen Befehls- und Berichtsweg und dient eben als ein Lager für besonders Prominente. Das zeigt ja schon der Charakter, das ist ja eine alte Festungsstadt, bitte. Ja? Es gibt dann eben eine zweite Einrichtung, das ist das Gestapo-Lager, der Prager Gestapo. Nicht zu verwechseln mit dem Altersghetto. Ja? Und das Altersghetto jetzt unterscheidet sich auch inhaltlich dann von einem KZ sowieso, aber auch von einem normalen Ghetto, weil eben die dorthin verfrachteten Leute, die dorthin verschleppten Personen, zum Teil sehr hohe gesellschaftliche Ränge hatten. Ich habe es ja gesagt, also von den ungefähr 15.000 Österreichern, die dort waren, bei etwa 130.000 Insassen insgesamt. Ja? Da gab es ja darunter sogar Generale der alten kaiserlichen Armee. Ja? Das heißt aber natürlich nicht, dass alle so prominent waren. Ja? Weil wenn Sie 130 oder was 1.000 Leute haben, ja, dann sind natürlich einmal die ersten Adressaten gewesen, die Prager und böhmischen Juden. Denn wie Heidrich der Reichsprotektor wird in der Prag, weil das auch schon das Programm war des Reichssicherheitshauptamtes, da verkündet er jetzt, also werden wir Prag und Böhmen gleich mal judenfrei machen, also das Protektorat. Ja, und wie geht das? Und indem er die Adole in ein Ghetto zusammenzieht, weil dann ist der Rest der Landschaft frei von Juden. Ja? Und deswegen eben diese Stadt dann. Ja? Und was auch dazu kommt, die dortigen SS-Organe, wie gesagt, an der Spitze je immer ein Österreicher, meist im Rang eines Obersturmführers, das entspricht einem Oberleutnant, also ein sehr niederer Dienstgrad, ja, die nutzen das in Theresienstadt versammelte hohe intellektuelle und künstlerische Potenzial für Gott weiß welche Kulturveranstaltungen. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass in Theresienstadt Opern aufgeführt werden. Ja? Da üben also die Häftlinge, sie hätten ja zu manchen Zeiten dort die halbe Berliner Philharmonie zusammengebracht. Da üben die Häftlinge ein Stück ein und dann kommt halt die ganze SS-Truppe, da der Kommandant mit seiner Entourage sitzt in die erste Reihe, ja, und dann spielen die dort ihr Konzert auf sehr mäßigen Instrumenten und vielleicht fährt der ein oder andere von den Musikern am nächsten Tag nach Auschwitz. Ja? Ich habe bitte nicht gesagt, dass Theresienstadt der Kurort war. Ja, und ich kann Ihnen sagen, das Erschütterndste an Theresienstadt ist nämlich vor allen Dingen Folgendes. In Theresienstadt waren auch sehr viele Kinder, mindestens 10.000 unter 12 Jahren. Davon sind gezählte 100 zurückgekommen, also genau 1%. Und ich habe mir das einmal angeschaut, das haben die Kommunisten schon veröffentlicht, obwohl sie sich in Böhmen in der kommunistischen Ära um Theresienstadt herzlich, also ums Ghetto, herzlich wenig gekümmert hat. Diese Kinder haben dort Unterricht erhalten, weil die SS sich mehr zurücknimmt als in anderen Städten. Und diese Kinder haben in diesem Unterricht auch gezeichnet. Und diese Zeichnungen blieben zum Teil erhalten, weil Theresienstadt aufgrund des Charakters einer altösterreichischen Festung riesige Mauern hatte, 2 Meter dick, und da hat man halt also irgendwelche Ziegel rausgebrochen, die Dinge hineingesteckt und wieder zugemacht. Und irgendwann, Jahrzehnte später, hat man das dann halt gefunden. Und da habe ich mal was gesehen von einem Mädchen. Das war ein 8-jähriges Kind. Dieses Kind hat gezeichnet mit Buntstiften ein Schmetterling auf dem Fenster. Und daneben hat es geschrieben, ein Sonett. Ein Kind mit 8 Jahren schreibt ein Sonett. Und das sagt also, wie schön ist ein Schmetterling. Und der letzte Satz ist dann, aber ein Schmetterling habe ich hier nie gesehen. Dieses Kind ist einige Tage später nach Auschwitz gefahren. Das wissen wir. Ja? Also was Sie für mich nicht gehört haben, war eine Verharmlosung von Theresienstadt. Ich will nur darauf hinweisen, dass es einen großen Unterschied gibt, rechtlich, organisatorisch und auch in der Tatsache, dass es zum Beispiel der Chancen des Überlebens, ob ich in Belzec bin oder in Treblinka oder ob ich in Theresienstadt war. Ja? Und ich weise deswegen immer und so bestimmt auf diese Dinge hin, weil das sehr oft
Wasser ist auf den Mühlen von Rechten, die sagen, das wissen wir, das ist ganz anders und das wissen wir auch, das heißt, das ist eh alles falsch, das wird eh alles gelogen. Ja? So, das war die eine Frage. Ihre zweite war, ich habe es nämlich jetzt vergessen in meiner Irre. Also die Österreicher, ja, naja, ich weiß schon, das kann man schon wieder erinnern. Nun ja, also die Österreicher waren natürlich in diesen Tötungsapparaten überrepräsentiert, aber das hängt einfach damit zusammen, nicht weil sie also überproportional in den Nationalsozialismus gegangen wären, das hat sich da hierzulande nicht wesentlich unterschieden vom sogenannten Altreich, sondern der Polizeikommandeur im Distrikt Lublin, das ist in Ostpolen, ist der ehemalige Gauleiter von Wien, Globocznik. Ja? Und Globocznik hat, als er da als Polizeigeneral nach Lublin geht, seinen ganzen Stab mitgenommen. Das heißt, die Aktion Reiner, dieses Massentöten in Treblinka, also Lublin beginnend und Treblinka und Co., ist vor allen Dingen eine Sache, die von Österreichern durchgeführt wird. Und deswegen sind bei diesen exzessiven Tätern, diesen exzessiven Täterkreis die Österreicher so überrepräsentiert, aber auch nur dort. Ja? Sie waren im Übrigen wahrscheinlich nicht weniger zynisch, grausam, pervers oder sadistisch oder alle anderen, nämlich in aller Regel würde ich sogar meinen, eher nicht. Weil nämlich bei der SS die Maxime herrscht, und das beginnt bei Himmler selbst, wir bringen die Juden um, jawohl, aber anständig. Wir martern sie nicht, wir prügeln sie nicht, wir vergewaltigen sie nicht, so wir bringen sie um, weil das unsere politische Aufgabe ist. Aber wir bringen ja alle bitte das Wild bei der Jagd um, weil wir blutrünstig sind. Ja? Es geht sogar so weit, dass SS-Offiziere die Gewalttaten zulassen und angezeigt werden. Das kommt zum Beispiel in Berlin ein paar Mal vor, dass die vor SS-Gericht kommen, degradiert und an die Front gehen. Ja? Also diese Schandtaten, die es zweifellos gab, und zwar in Hülle und Fülle, ich habe ja selbst gerade ein Beispiel erzählt vorhin, ja, die sind natürlich evident, die sind da. Aber die Linie der Schutzstaffel war eine ganz andere. Ja, die Schutzstaffel war sehr stolz darauf, dass sie diesen Radau und Pogrom-Antisemitismus eben nicht teilt. Das wird der Eichmann nicht müde, immer wieder zu betonen. Ja, und Ihre dritte Frage war dann, passt, gut. Ja, gibt es noch eine? Bitte, bitte. Aha. Das war's, ja. Der Haare. Ja. Das werden wir dann abschließen. Aber nicht mehr, ich sag's dann nur, Peter. Vielleicht eine Frage noch oder können wir eine Schlussrunde machen? Gibt es noch weitere Wortmeldungen, dass wir mal Überblick bekommen? Okay, dann nehmen wir Sie noch. Bitte dran, nur bitte. Eine ganz kurze Frage. Mich würde interessieren, was für eine Rolle hat die Kirche dabei gespielt, zum Beispiel bei der Erstellung von den Papieren von Eichmann oder anderen NS-Verbrechen, beziehungsweise. Überhaupt, was für eine Begründung hat die Kirche da irgendwie, wie begründet die, diese Hilfe war? Ihre Hilfe für wen? Für die Nazis, die überhaupt, zum Beispiel bei der Auswanderung nach Argentinien oder sowas. Naja, also die Kirche hat, oder die Kirchen, es gibt ja eine größere Anzahl von Kirchen, Sie meinen den Katholizismus, nehme ich an. Ja, aber schauen Sie, die Frage des Antisemitismus im Christentum allgemein. Ja, auf das hebt er das ab, nehme ich an, oder? Darauf zielen Sie ab, oder? Auf den Antisemitismus in. Frau, ich verstehe Sie überhaupt nicht, einmal akustisch und geschweige denn sonst. Ja, ich meine, wie haben Sie das überhaupt begründet, dass Sie diesen Leuten geholfen haben? Also, wie war die Begründung der Kirche? Ist es? Na, der Kirche. Ich meine, dass er fliehen konnte. Oder von einem Pater. Die katholische Kirche hat eben Papier ausgestellt für. Sie meinen die Flucht von genau, Eichmann? Genau. Bitte, ich habe das ganz anders verstanden. Ich habe verstanden, warum die Kirche im Dritten Reich hilft oder nicht hilft. Ach so. Also erst einmal, die Kirche hat mit diesen Dingen nichts zu tun. Ja? Sondern was war? Moment einmal bitte. Ja, das einzelne im Vergleich nicht sehr ranghohe kirchliche Würdenträger sich bei bestimmten Dingen engagiert haben. Ja? Die Amtskirche als solche hatte mit diesen Fluchthelfern überhaupt nichts zu tun, genauso wenig wie seine Organisation Odessa wirklich gab. Das ist halt wirklich Legenden. Ja? Was war?
bekannt sind, diese Wege da über Südtirol hinunter, das waren einzelne Persönlichkeiten an ganz bestimmten Orten, ja? Wobei man sagen muss, einer, der da immer am meisten genannt wird, hat während der Zeit des Dritten Reichs Juden in Frankreich geholfen und dann eben diesen Leuten, weil er ihnen offensichtlich abgenommen hat. Erst einmal hat er vielleicht gar nicht gewusst, wer das ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und zweitens, wenn er es gewusst haben könnte, dann hat er ihnen offensichtlich abgenommen, dass sie Reue gezeigt haben. Ob so war, ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihnen dazu ein Buch empfehlen, das haben Sie da auf dieser Liste drauf, das Sie vielleicht mitnehmen können. Und das ist von, wo haben wir denn, Heinz Schneppen, Odessa und das Vierte Reich. Liegt auf im Landesarchiv, der Mann weiß, wovon er schreibt, weil er war nämlich deutscher Botschafter in Argentinien und hat genau diese Sache jahrelang untersucht. Und zwar nach den argentinischen und vatikanischen offensichtlich auch Quellen. Ja? Aber die Kirche als solche, bitte, hatte mit diesen Fluchtbewegungen nichts zu tun. Also mir ist jedenfalls nichts dergleichen bekannt. Ja. Warte mal, da hat sich noch eine Dame gemacht. Ja. Du, Harry, aber da machen wir es los. Gell? Weil jetzt wird es rein, meine Stimme ist auch nicht mehr Ding. Oh, die Frau Gammer. Ja, es gibt gerade zu dieser Frage ein neues Buch, finanziert von der Stadtgemeinde Bozen. Ein Südtiroler hat sich mit diesen Fluchtwegen und den Unterstützungen befasst. Und dieser Historiker, auch von der Universität Innsbruck war er, ich weiß leider Gottes momentan nicht den Namen, ich habe aber seinen Vortrag hier gehört, der hat sich mit diesen Sachen befasst. Und da spielt eine große Rolle, dass anstelle der Südtiroler Pfarrer, die ja teilweise mit ausgesiedelt worden sind, italienische Pfarrer dort waren. Er bricht da einige Beispiele, zum Beispiel den Ort Terlan. Und das hat man sich sehr schnell, das hat sich herumgesprochen, dass man dorthin gehen muss, sich melden muss mit einem Südtiroler Namen. Man sei damals ausgesiedelt worden, man suche jetzt Papiere, hat dann sich dort gemeldet und diese Südtiroler Pfarrer haben dann ganz schnell Dokumente, also sprich Taufscheine, ausgestellt. Eine weitere solche Spur ist ein Franziskanerkloster, das also solche reuigen Sünder, die sich dort präsentiert haben, beherbergt hat. Ja? Aber es waren nicht offizielle Papiere, sondern mit diesen kirchlichen Papieren ist man dann zum Roten Kreuz gegangen und das hat funktioniert. Ja. Und dazu möchte ich jetzt gleich noch anknüpfen und sagen, das Rote Kreuz bitte hatte gar keine Chance, diese Dokumente, die da vorgelegt werden, zu überprüfen. Sie haben auch immer in diesem vorläufigen Ausweis des Roten Kreuz, den man dann als Reisedokument verwenden konnte, dazu geschrieben, nach Angabe des Einschreiters selbst. Ja? Also das heißt, für das Rote Kreuz war das nicht überprüfbar und das wird ausdrücklich auch so festgehalten. Ja, und mit diesen Papieren hat man dann natürlich auf den Transit nach Argentinien gewartet. Das heißt, man hat einmal gewartet, dass von Genua irgendwann einmal Schiff wegfährt, dass man zahlen kann. Ja, und das war es dann. Ja, na gut, Harry, ja, machen wir Schluss. Eine Frage vielleicht, also, die letzte. Ja. Ich wollte nur meine Vorrednerin ergänzen. Der Historiker heißt Steinacher, das Buch heißt Nazis auf der Flucht. Ja. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, war ich ein bisschen beteiligt daran, dass der Herr Steinacher hier in diesem Saal auch dieses Buch vorgestellt hat. Ja. Vielleicht auch gleich zur Ergänzung. Es gibt diesen Vortrag auch im Internet zum Nachhören, www.medienwerkstatt-linz.at. Es gibt außen Lesezeichen, da können Sie diese Internetadresse anhören. Er hat den Vortrag am 30. März 2009 hier in diesem Saal gehalten und dieser Vortrag lässt sich nachhören. Sie brauchen nur reinschauen, www.linz.at bzw. medienwerkstatt.at. Ja, dann kommen wir zum Ende. Vielleicht noch abschließend das, was Helmut Vierreder da heute gesagt hat, das ist eine ganze Reihe, die wird weitergehen. In Braunau, Ebensee, Mauthausen wird dieser Vortrag wiederholt. Der Pensionistenverband macht eine ganze Vortragsreihe. Und wir hier im Wissensturm werden mit 5.3. ebenfalls dann eine zeitgeschichtliche Vortragsreihe starten, Frauen und Männer in der Geschichte, Zeitgeschichte entlang
biografischer Linien, wo es um Gleißner, Koreff, Kreisky, Otto Bauer, Fanny Starenberg, Maria Beutelmeier, Engelbert Dollfuß und Hans Kelsen gehen wird. Den Vortrag über Bruno Kreisky wird eben Dr. Helmut Vierreder halten am 12. März 2012, Jahrestag des Anschlusses. Nächstes Jahr haben wir dann einen besonderen Jahrestag, da werden wir eventuell überhaupt eine Vortragsreihe dazu machen. Aber heuer wird eben Helmut Vierreder zu Bruno Kreisky sprechen, Ernst Hanisch zu Otto Bauer, und ich lade Sie jetzt schon dazu herzlich ein. Ich bedanke mich bei... Ich will kurz was sagen. Ja, ja? Helmut Vierreder. Was ich noch sagen möchte, bevor der liebe Harald Wildfellner die Veranstaltung hoffentlich mit Ihrer Zustimmung schließen wird. Es kommt eine sehr bekannte Ausstellung nach Linz, und Wildfellner hat einen Katalog hier, Eichmann in Jerusalem. Diese Ausstellung wurde zusammengestellt von zwei Stiftungen in Berlin, nämlich der Stiftung Topographie des Terrors und der Stiftung Haus-Wanzer-Konferenz und einem jüdischen Kulturverein in Berlin. Sie kam von Berlin nach Wien, und zwar zur Justiz, und geht jetzt weiter hierher nach Linz. Sie wird am 16. März eröffnet werden, und zwar vom Herrn Landeshauptmann und der Frau Justizministerin, und wird dann hier bis Anfang Mai, glaube ich, bis 11. Angeboten. Allerdings im Justizgebäude in der Museumstraße. Der Eintritt dort ist nicht ganz einfach, wie Sie wissen, da muss man durch eine Sicherheitsschleuse durch. Und Sie sind alle herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Der Eintritt ist frei. Ja? Und mit etwas Glück, und wenn wir nämlich zusammenkommen können, darf ich Sie sogar dort herumführen. So, ja. Und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bibliografie gibt es hier.